Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live und bei Time to 3, bei dieser Fortsetzung von Dark Souls 2, bei Folge 85 von Dark Souls 2. Mats ist an meiner Seite. Hallo Mats, wie geht's dir? Hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder Dark Souls 2 spielen. Das ist ja etwas, was wir regelmäßig tun. Kannst du ad hoc sagen, in welchem Jahr wir es zuletzt gespielt haben? Wann ist denn Dark Souls 2 erschienen? Okay, während du nachdenkst, begrüße ich auch Robin unter mir, der hier spielt für uns. Hallo Robin. Dieses Bild, was man hier sieht, auf dem ich auf bin, von Prostration, das ist das Feeling, das ich habe, dass hier gerade ein 30 FPS 27p Dark Souls 2 Spiel auf meinem Bildschirm läuft. Auf einer Xbox 360. Ja, boy. So, das sieht wirklich auch gar nicht mal so gut aus, Moment, muss man sagen. Ich recherchiere noch. Nein, nicht recherchieren, du solltest mehr so sagen. Ja, ich sag's dir auch so. Warte mal, ich recherchiere mal eben. Holy shit, haben wir da viele Folgen gemacht. Das haben wir doch durchgespielt. 85 Folgen, das muss doch durch sein. Komplett mit Mats gespielt eigentlich? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist alles komplett mit Mats. Es gab eine Folge, in der ich nicht drin bin. Das stimmt, aber da haben wir den anderen genommen. Ach, ich glaube, eine Folge mit dem anderen Tom, genau, die habe ich auch. Also, so wusste ich. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe auf diese Folge letztens geklickt, weil hier jemand, kann man mal kurz bewerben, jemand hat eine Playlist gemacht mit allen Dark Souls-Folgen Time to 3. Ja. Also 1 und 2 und das alles chronologisch aufgeordnet. Weil wir haben 1 gespielt und dann währenddessen mal die 2er-Beta und dann 1 weiter und dann wieder 2 und dann wieder 1. Und das hat jemand genauer aufgeschlüsselt. Und da eine der Folge hieß dann irgendwie Tom ist wieder da oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was der Name war. Und dann war es auch Tom mein Bruder. Übernimmt. Und da, ich glaub, das war Tom übernimmt, genau. Tom und dann dachte ich so, okay, hat Tom das wohl gespielt? Und dann hab ich draufgeklickt und dann war mein Bruder Tom da. Ich so, ach, hab ich nicht gewusst. Da war mein Bruder mal dabei. Verrückt. Ja, das ist das Schöne. Bei deinen Witzen in den Videos, die sind auch später dann wieder Witze für dich. Voll. Das geht immer, also auch wenn ich Ratsherrenfolgen höre und so, ich merke immer wieder, dass mein Humor der mir liebste ist. Oh. Das ist ja schon mal gut. Ich habe gerade scharf, ja. Ich habe nachrecherchiert, es ist echt 2017 gewesen? Ja, genau. Wisst ihr, was 2017 noch alles so war? Oh, 9/11, 2001. Neo Automata. 2017. Neo Automata kam raus. Hast du wirklich 9/11 gesagt? Das fand ich lustig, weil das ja an das Jahr. So? Das fand ich lustig, weil das an Jahr gekoppelt war. Ja, und das ich freue mich schon, wenn du den Gag dann wieder siehst und dann denkst: Ach, wie lustig, 9/11. Dass ich das in 10 Jahren nochmal anschaue. Ja, das ist ja lustig, das ist mein Humor. Also, ganz, können wir mal kurz drüber. Kann man nach 20 Jahren immer noch gar keine Witze darüber machen? Wo 20 ist denn der, Jahre? Nee, natürlich kannst du Witze drüber machen, aber warum ist es denn witzig, wenn du sagst, 9/11 war 2017? Das ja, weil 9/11 jetzt 2001 war. Aber wenn es fühlt sich an, als wäre Dark Souls 2 so lange her. Ich glaube, das ist der Richtig. Joke. Und es ist auch ein bisschen. Egal, lass uns bitte weitermachen. Ja. Was wolltest du sagen? Ich finde auch, dass man es auch aussprechen sollte. Fängt er sofort wieder an mit geblockten Witzen. Es ist ja 20 Jahre her, deswegen kann man ja mal sagen. ich weiß, wo du bist. Oh Gott. Okay, noch. Trink mal dein Glas. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war's mit Dark Souls 2. Patreon.com/hooked, steady.de/hooked. Tschüss. Wir sehen uns in 4 Jahren. Also, Dark Souls 2. Kurze Info. Also, ich habe dieses Spiel durchgespielt, seit wir das hier aufgehört haben. Ja. Das war tatsächlich auch schon in der letzten Session der Fall. Ja, richtig, genau. Also, das ist eigentlich nichts Neues. Erinnert euch bestimmt doch von 2017 sicherlich noch dran. Aber ich erinnere mich hier jetzt wieder an sehr wenig, weil ich habe auch Skull of the First Sin durchgespielt und nicht den Quatsch hier. Und auch das ist halt jetzt wieder 4 Jahre her oder der so. Der Quatsch deswegen hier ist aber besser als Skull of the First Sin. Ja, das kann man sagen, aber ich sag das nicht. Okay. Übrigens, ihr seht ja, Robin hat einerseits das Breitbild-Kamerabild, weil er der Spieler ist und weil die Kater hinter ihm zu sehen sind. Und wir wollten den Katzen-Content maximieren. Sieht man sie gerade? Bei mir, ich sehe das nur sehr klein, sehr viel kleiner, als ihr es seht. Kater und da hinten ist der weiß-braune Kater. So heißen die, schwarz und weiß-braun. Das sind die beiden Namen. Warum man sich nicht so viele Namen merken? Ja, zwei. Das funktioniert gerade so, dass Robin das Spiel über Parsec, ein Programm, mit dem man seinen Videofeed teilen kann, an Mats und mich streamt und ich streame das ganze Ding an euch. Falls es also irgendwann mal zu leichten Bildaussetzern kommt, liegt das vielleicht daran, dass Parsec ein bisschen hinterher ruckelt oder an Dark Souls 2 selbst, weil es auf der 360 einfach nicht so gut lief oder zumindest suboptimal. Und auch ich sehe auch diverses Tearing an manchen Stellen.
Ja, das ist aber einfach das Spiel. Genau, das ist das Spiel. Wir sind halt in der letzten Session fertig gewesen mit dem Schein auf Amana und sind jetzt hier in der Krypt angekommen, tatsächlich in einem neuen Gebiet, was sehr schön passt. Und ich hatte mir tatsächlich die letzte Folge auch nochmal angehört, wo wir natürlich am Ende sagen, ja, ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, ich meine, es geht ja auch beim nächsten Mal es weiter. Es geht auch weiter, aber es sind halt vier fucking Jahre. Ich möchte zwei Dinge anmerken. A, meine Gott, sehen Xbox 360 Spiele schlimm aus heute. B, holy shit, 30 Frames Dark Souls. Das sind die beiden Sachen, die mir hier auffallen. Ja. Weil ich habe jetzt wirklich, das war ja etwas, was wir schon mal beobachtet haben, lieber Tom, dass man durch diese Next-Gen-Spiele komplett sich an 60 FPS und höher so gewöhnt. Und ich habe jetzt auch wirklich seit längerer Zeit keine Spiele mehr gespielt, die da drunter sind. Und das fällt richtig hart auf. Das ist so richtig übel. Bei einem Spiel wie Dark Souls 2 auf jeden Fall, weil das auch schlechtes Frame-Pacing hat. Aber normalerweise, was mir viel mehr auffällt, ist gar nicht mal die Framerate. 30, da habe ich kein so großes Problem mit. Falsche Taste. Sondern wie langsam alles ist. Das habe ich jetzt bei den ganzen PS3-Aufnahmen gemerkt. Oh ja. Wie das alles einfach ewig dauert. So, Chat, ich habe noch gar nicht gefragt, ist mit dem Ton alles okay? Können wir uns alle halbwegs gleich laut hören? Ist das Spiel zu laut? Für mich ist das alles zu laut tatsächlich. Ja, das musst du bei dir manuell einstellen, Mats, über den Windows Audio Mixer. Weil jetzt zum Beispiel die Soundeffekte von den Angreifern sind schon recht laut. Ich kann sie ein bisschen leiser machen, wenn ihr möchtet. Ich würde das auch super sagen, Alter, ist alles gut. Das freut mich. Wie haben mich diese Dinger noch nicht getroffen? Holy shit. Was? Wer schießt denn jetzt den Blitzer ab? Oh Gott, das ist wirklich so langsam. Holy das ist doch ein perfekter Einstieg gerade. Ja, das läuft gerade sehr gut. Ja, ich bin auch überrascht. Ja, seht ihr diese Art von Bildschirmgeflacker? Ja. Kann sein, dass es ab und zu passiert. Wir hoffen nicht so oft. Oh, Entschuldigung. Es passt aber ein bisschen zu Dark Souls 2. Deswegen finde ich das gar nicht so störend, sondern es ist so ein, wenn ich mir einfach vorstelle, das war halt früher so, vor 4 Jahren. Da gab es ja einiges noch, was anders war. Vor 4 Jahren gab es noch einige Dinge, das stimmt. 2017. Damals, wo es noch Dinge gab, gibt's nicht, einige. Gibt es nicht irgendeine RTL-Show, die heißt, erinnert ihr euch 2017? Und da sind so die 50 Dinge, an die ihr euch nicht mehr erinnert? Gibt es sowas? Weil dann wir können die doch einfach selber machen, Mats. Also, also eine Sache, an die ich mich nicht mehr erinnere in 2017 ist, verdammt, ich habe gerade das Problem erkannt. Mats, aber schön, wie du das formuliert hast. Das fand ich ja richtig gut. Oh. Halt. Weißt du, wer... Ich glaube, der links da, oder? Ist er das? Mhm. Ja. Es klingt, die Stimme kommt von rechts hier eigentlich. Ja, das ist Echo. Okay, aber ich kann auch die Fackel gar nicht, also das ist kein Problem, ich kann die Fackel nicht anmachen. Das geht nur an einem Feuer, weil das wurde zusammengekürzt und generell ist Feuer unnütz. Deswegen ist das kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ach komm, wir können es hoch zu ihm. Okay. Tschüss mit Ö. Vielleicht. Das ist doch kein NPC. Da ist er. Ach so, und du sollst... ich verstehe. Okay, und wenn ich hier jetzt Licht hätte, dann würden die mich sicherlich angreifen, ne? Ich glaube, die werden ich auch... Ach so. Behaupte ich einfach mal. Okay, an den habe ich gar keine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Danke übrigens an all die Abos. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Küsschen. Der Schlumpfmaster. Ist wirklich ein Schlumpf. Also ich würde ihn nicht Schlumpf nennen, wenn er neben mir stehen würde. Er wirkt auch sehr groß. Schlumpf ist ja erstmal jetzt echt Negatives. Ist halt was Blaues, was Kleines Blaues, was in einem Dorf lebt. Ich muss mich so zusammenreißen, nicht gerade zu töten. Wieso? Weil er gesagt hat, I am a finito, und dann wollte ich ihn tothauen und sag, so, jetzt bist du finito. Dann wollte ich gehen. Aber wärst du sicherlich sauer gewesen, Tom, weil der Charakter irgendwie gut ist oder so. Oh, ich habe da gar keine Erinnerung mehr dran, Rolle. Ich habe das ja jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube eher, dass du jetzt gleich stirbst. Oh. Wenn das so weitergeht. Der ist viel stärker, als ich gedacht hätte. Aber das ist fein. Regeneriert? Okay, we are done. Okay, it's fine. Dopsy, vielen Dank für die 700 Abos. Ja, für die ganzen Abos. Das ist geil. Dopsy macht die ganze Arbeit mit Thumbnails und Teaser-Videos und so und bezahlt uns noch dafür. Nein, LCD, Have Not Tulip. Danke für die Abos. Reicht das dann mit Dark Souls 2 eigentlich heute, oder? Ist Aster genug, Mats? Ich finde schön, wie er einfach mit dir weiterredet, nachdem du so ein paar Mal in ihn reingeslashed hast.
Ja. Weil hättest du auch nur eine Taschenlampe für eine Sekunde angemacht, er wäre ausgerastet. Bei Licht hört der Spaß auf. Ach so, ja, weird. Ich skip mal so ein bisschen durch, ob der mir da... Animex, ja. Lucky Tricks, vielen Dank. Learn Gesture ist auf jeden Fall wichtig immer. Das stimmt. Oh, und Shield? Wie gut ist das? Schönes Schild. Oh Gott. Wie gut ist das? Was heißt was? Nee. Wo kann ich sehen, wie gut dieses Schild blockt? Y oder X. Aber nicht in diesem Menü. Nee, das hier ist das. Doch, hier. Ja, aber du willst doch den Vergleich eigentlich haben, oder nicht? Ja, aber also den brauche ich nicht, weil ich sehe, dass dieses Schild 55% Physical Reduction hat und damit sowieso völlig unnütz ist. Ja, aber das hat halt die Magic Resistances und damit potenziell sehr nützlich gegen Magiegegner. Achso, das stimmt. Ich glaube, man kann gar nicht vergleichen, Tom. Hä, doch, du kommst doch eigentlich in diese eine... Nee, mit Y mache ich nur das hier und mit X mache ich das hier. Achso, okay. Das ist X und das ist Y. Oh, well. Ja. Tobi, vielen Dank. Wir haben den die Insolent Armor. Wie viel kostet die? Wie viel Geld haben wir? Stimmt, wir wollten eigentlich am Ende der letzten Session mal aufleveln, weil wir das sind noch die Seelen, die du hast vom Demon of Song, den wir zuletzt platt gemacht haben. Dann würde ich nochmal kurz zurücklaufen. Es ist so weird, über etwas zu reden, was wir zuletzt gemacht haben von vor 4 Jahren. Vor allem auch, weil ja Dark Souls 2 zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme weniger alt war, als die letzte Aufnahme jetzt ist. Tom, du sagst Dinge, die ergeben gar keinen Sinn. Doch, das ergibt Sinn. 2017, das ist kompletter Nonsens. Gute Dinge. Dinge, die ich habe letztens gehört, dass angeblich die älteste Folge von ABGN nun älter ist. Ach so, ja, das habe ich auch gesehen. Als die, als das erste Spiel, was er besprochen hat, Castlevania, alt war, als er das besprochen hat. Und auch das erscheint mir wie ein Angriff auf mich als Person und nicht wie ein Fakt. Auf nach Medjula, hören wir mal wieder die schöne Musik, das ist doch auch gut. Oh. Also Mats, hast du irgendwelche Gefühle oder Erinnerungen an Dark Souls 2? Weil du hast das ja auch anscheinend dann komplett erlebt mit uns, was mir nicht klar war, aber anscheinend ist dem so. Mir auch nicht. Er hat dich also vergessen, auch, Mats. Also Erinnerungen hast du da. Also ich erinnere mich halt noch an unseren Jimmy Blue Ochsenknecht-Diskurs. Das bei Dark Souls 2? Das war bei Dark Souls 2, ja. Ja, also beide, ihr hattet zwei Nervenzusammenbrüche bei Dark Souls 2. Uiuiui, Tiffy. Ja, an Uiuiui, Tiffy, den sarkastischen Arschloch-Samson, das ist ein Apfel, Uiuiui, Tiffy. Daran, da höre ich doch schon wieder was. Das Geräusch kenne ich, das hat bei mir gerade was getriggert, dieses. Das kann ich noch nicht mal nachmachen. Das daran erinnere ich mich, aber an Jimmy Blue... Ich erinnere mich auch an das sehr ausführliche und sachliche Gespräch, das wir damals über die, wie nenne ich? Titten und Trüffel. Ja, das auch. Titten und, ach ja, stimmt. Gibt's das noch? Ja. Was soll ich denn leveln? Also ich habe mir gedacht, dass es, glaube ich, ganz gut wäre, wenn ich ein bisschen Vitality level, damit ich mehr Equip-Load habe, weil ich kann nicht rollen gerade und denkt mir, das ist ein bisschen doof, aber gibt's da andere? Also wir könnten auch andere Sachen anziehen, ansonsten... Wir haben ein Dex-Bild, so wie es aussieht. Ich glaube aber, 40 wird da bestimmt die Soft. Ja, mehr als 40 will ich auch nicht machen, aber 38 sind halt auch schon eigentlich für uns gerade, sollten das genug sein. Also ich glaube, ich würde jetzt am ehesten auf Vitality oder Adaptability gehen. Chat, schreibt mal einen Stat, den ersten, den ihr schreibt, den nehmen wir. Nein, der schreiben die Intelligence, wollte ich gerade sagen. Nee, das erste, was geschrieben wurde, ist Wit. Also Vitality. Ich hätte auch absolut Intelligence geschrieben, ihr Wichser. Witz. Es hat auch jemand Int und es hat jemand Faith geschrieben. Mehrere sogar. Hätte ich auch gemacht. Aber Int 1 finde ich sehr lustig. Professor Dr. Nereros hat übrigens darauf hingewiesen, dass mein legendärer Dark Souls Sprung auch in Dark Souls 2 wohl dann stattgefunden hat. Ja. Oh stimmt, mit der Brücke. Kann ich das machen? Upgrade Estus Flask? Du kannst es einfach mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir eins haben. Okay. Ja, das war auch sehr nah, also dieser Sprung ist ja sehr nah dran gewesen an unserer Jimmy Blue Ochsenknecht-Diskussion. Das war das gleiche Gebiet. Same Energy meinst du? Same Energy. Ja. Nee, örtlich und zeitlich war das nah dran. Ja. Achso, das. Und ich glaube, deswegen hat das viel mit mir gemacht damals. 2017, ich habe gerade nachgelesen, was 2017 alles so war. Und erzähl mal ein paar Sachen. Das hat mir nicht geholfen. Salt Bay, also dieses Meme, ist von 2017. I get it. Von einem Typen, so das. Und dieses Fire Festival auf der Insel, wo die ganzen Influencer. Oh, da hat mir gerade. Oh, ich habe ne. Ich kann nicht glauben, dass du gerade Fire Festival zu mir gesagt hast, weil da hat mir Lucy vor. Ich habe dich doch nicht Fire Festival genannt.
Na, aber du hast ja gerade 5 Minuten, bevor wir diesen Stream gestartet haben, mir was gezeigt zum Fyre Festival. Weil, kennst du noch das Sandwich-Bild vom Fyre Festival? Ja. Ja, das wird jetzt als NFT verkauft, oder NTF, oh no. Eins von beiden, verkauft, weil der Typ, der das Bild gemacht hat, eine neue Niere braucht und es kein Gesundheitssystem gibt. Und das ist das dystopische Scheiße, die ich je gehört habe. Das ist wirklich super dystopisch. Alles, was irgendwie mit diesem Fyre Festival zu tun hat, ist einfach verseucht mit Schlechtigkeit. Wirklich. Mit Schlechtness. Okay, haben wir jetzt Gebiete übersprungen eigentlich? Ja, bestimmt nur bestimmte Feuer nicht aktiviert, aber ich glaube in Dark Souls 2 ist es auch so gewesen, dass dir diese ausgegrauten Sachen ab einem bestimmten Punkt angezeigt werden, einfach nur damit du weißt, okay, hier war noch was oder hier kommt noch was. Ja. Ist Undead Crypt richtig? Ja, ne? Ja. Ja, genau. Wer hat denn die Komplettlösung dabei? Also tatsächlich sind wir ja momentan in der Lage, dass wir problemlos in eine Lösung gucken könnten, aber warum sollten wir? Einerseits haben wir Chat, andererseits ist Robin sehr gut. Ich sehe bei beiden absolut gar keine Kritikpunkte. Ich finde das halt so schade, weil aktuell, also man muss hier mal so ein bisschen mein sorry, dass wir so wenig spielen gerade, aber es ist einfach da ist Dark, niemand hat irgendwas anderes erwartet. Ich wollte gerade sagen, nach dem Stream von letzter Woche. Das ist genau im Vergleich zu letzter Woche ist das hier Action pur. Das war letzte Woche, holy shit. Ich habe halt angefangen, irgendwie hier Dark Souls 2 zu spielen mit euch und da war alles furchtbar, gar nichts geklappt. Und dann habe ich später Dark Souls 3 im Livestream gespielt und alles gerockt, wirklich. First Try, so, und hast du nicht gesehen. Und Leute haben gesagt, so, mein Gott, ist der geil. Und dann kam wieder Sekiro und das war wieder alles Kacke. Jetzt wäre eigentlich wieder was dran, was mich gut dastehen lässt, aber jetzt spiele ich wieder Dark Souls 2. Weißt du, ich bringe das Universum aus dem Gleichgewicht. Aber Dark Souls 3, also auch da habe ich, also für mich, ich kann es jetzt nicht beweisen, weil es keiner zugesehen hat, aber ich habe da auch eine sehr gute Figur abgegeben. Deswegen weiß ich nicht. Hast du das durchgespielt? Ich habe das, ich glaube den allerletzten Boss, weil ich das Spiel hatte ich aus der Bibliothek ausgeliehen und dann musste ich es wieder. Das ist ja. Ja. Dafür habe ich es umsonst gehabt. Also. Ja, das ist der Point von der Bibliothek, I get it. Ja. Wenn man eine Freundin hat, die einen da, die da so Sachen deichseln kann, ja. Lohnt sich. Lohnt sich. Oh, guck mal hier, die Dodge-Skills. Wow. Und das bei 30 Frames. Obwohl, es muss ja auch nur die Hälfte schaffen. Ist ja einfacher als 65. Du musst ja nur die Hälfte ausweichen, ja, ja. So, da oben war noch ein Item. Da war noch ein Item. Oh Gott. Mhm. Oh ja. Ich finde schön, wie er so vor sich hin mumbelt. Ah, guck mal. Ich guck mal, ob ich hier als Souls habe. Eine Lampe anmacht? Ach so. Ich würde gerne mal die Rüstung. Warte mal, ich kann ja mal die Rüstung vergleichen. Ob die besser ist. Die Frage ist halt, sie sah sehr schwer aus. Weil momentan, du bist doch genau unter 70. Das heißt doch, wir sind jetzt genau an der Stelle, wo wir die Light Roll haben, oder nicht? Ja, siehste, das ist voll geil. Ich war gerade bei 74. Das weil sind du, die zwei Level, die genau, wir weil du ja Wit geskillt hast. Und wenn wir jetzt das hat 5% gebracht. Wenn wir uns jetzt eine Rüstung holen würden, eine schwere Rüstung, würden wir wahrscheinlich wieder auch die Fat Roll bekommen. Ist die denn schwerer? Also sie sah schwer aus, du musst mal gucken, kannst was kannst du mir erklären, ist. Warum ich überall plus 57 habe? 14.5. Das verwirrt mich, weil die ist nicht hochgelevelt. Ach so, weil das hier mit scaled, ja. Irgendwas scaled, was auch immer Physical Death ist, das scaled damit. Warte mal, 149, 184, 211, ich will nur mal kurz vergleichen, ungefähr. Und 14.5 schwer ist die Rüstung selbst. Oh ja, die ist ja Trash. Oh, die ist ja leichter, die ist aber wesentlich leichter. Ja, aber wenn ich jetzt hier so rumrollen kann. Naja, wenn, dann wäre es für Fashion Souls. Na komm, ich guck mal, ob ich die gut aus? Kann. Sah die denn gut aus? Kann man, I don't know. Ich habe ja nur dieses kleine Bild. Wo sind denn meine Soul Items? Oha. Oh, wir haben auch ein bisschen was. Na, die vielleicht nicht unbedingt, ja. Wir haben noch gar keine Waffen oder so geschmiedet, wa? Die ich habe, ist auf plus 7. Nee, ich meine so, von den Boss Souls. Ach so, ja. Stimmt, wir haben das Blacksteel Katana. Das ist aber auch. Sind gut. Die denn gut erschmiedet? Es gibt ein paar coole Waffen, soweit ich mich erinnere. Habt ihr Empfehlungen, Chat? Ein paar Dark Souls 2 Empfehlungen im Jahr 2021? Der Chat hat nur gerade, also es rumort ein ganz bisschen vereinzelter Widerstand gegen die Aussage, Dark Souls 3 ist bei Robin alles gut gelaufen. Entschuldigung? Ich wollte es nur wiedergeben, ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen weiß ich es, aber ich weiß auch also nicht, es gab ich... halt, es gab halt natürlich im DLC vor allen Dingen mit dem der große Machbar-Skandal, wo ich sehr lange an den Boss hing. Das ist klar, aber das würde ich sagen, ist allgemein anerkannt. Ich habe den letzten Boss gefirst-tried, Freunde. Ich hab fucking Dragon Knight Armor gefirst-tried, Freunde. So, ich bin da wirklich so bam, 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 bam durch.
wegen meinem Tankbild. Ich hatte einfach so viel Health, dass ich einfach alles so... Mich warst du tief beeindruckt mit diesen Aussagen. Ich weiß aber nicht, wie es bei allen anderen gerade ankommt. Oh, wir sehen so ein bisschen Templer-mäßig jetzt aus. Oh ja, stimmt. Das ist wirklich voll der Templer-Vibe. Aber ich würde jetzt erstmal, also die andere Rüstung ist schon deutlich besser. Guck mal, das wäre jetzt... Also Muffin und Loot sagen auch, dass das Blacksteel-Katana eine gute Waffe ist. Und auch eine der besten Dex-Waffen. Also ich bin mir relativ sicher, dass die du damals recherchiert hast. Wenn, dann habe ich es vergessen. Ich hatte ja immer ein Zweihandschwert und alles war langsam und ich habe es verachtet. Ja. Und deswegen da irgendwann, nach der ersten großen Pause, was? Stimmt, hatte ich das hast mal du gespielt? Dann, weiß hast ich du dann mir, glaube ich, neue Rüstung besorgt? Oder ich habe das gemacht und ich habe es nur falsche Erinnerung. Es ist gerade so absurd, weil ich mich gerade einfach an nichts weiter erinnere inhaltlich. Also ich erinnere mich, glaube ich, noch an die Hub-World da, dieses Dorf. Majula, und an ein, zwei Kleinigkeiten. Also pass auf, Mats, es gab dann noch die Lost Bastille, das war so eine Gefängnisinsel im Wesentlichen. Daran erinnert er sich auf keinen Fall. Das vielleicht cool, wenn ich es beschreibe. Da gab es zum Beispiel den Lost Sinner, das war ein Boss, in dem man komplett im Dunkeln bekämpft oder zumindest bekämpfen sollte, weil in der Dark Souls 2 Lighting Engine sieht man trotzdem alles. Also und so erinnert sich an einen Raum, der komplett dunkel war, aber nicht Mats. Das war er. Und es war gab das so nicht Dark Souls 2? Hä? Ja. Wir spielen Dark Souls 2. Ja, es war jetzt nur so ein Raum, der dunkel aussieht, aber eigentlich anders aussehen sollte. Okay. Das trifft auf alles zu. Naja, komm, gib mir nochmal ein bisschen mehr Details. Und also, es gab eine Folge, in der wir eine Stunde lang den Pursuer bekämpft haben, wo ich mich ein bisschen rächen konnte für komplett Dark Souls 1 bei Robin. Oh mein Gott. Das war sehr am Anfang noch. Ja, Pursuer ist am Anfang. Können wir kurz darüber reden, wie scheiße dieser Raum aussieht? Meine Güte. Also ich weiß nicht, ob die Schwarzwerte vom Spiel einfach so scheiße waren? Ja, oder? Das sind die vom Spiel. Weil das ist ja grau. Das ist bei mir auch so. Ja, genau. Das ist halt, weil diese Lichteffekte nicht drauf. Also es soll halt schwarz sein, aber es wurde alles heller gemacht, weil es keine Fackel mehr gibt. Eigentlich sollte das halt mal schwarz sein und dann hast du die Fackel gebraucht, aber stattdessen sieht man jetzt alles so ein bisschen. Jetzt komisch. Da, Lucretia hat schon ein hässliches Dark Souls 2 Zähler aktiviert. Den braucht man aber auch. Es ist halt einfach so. Es hat aber auch schöne Stellen. Jetzt alles. Ich versuche gerade, mich also so aus freien Stücken heraus an Sachen zu erinnern, die wir 2017 noch gespielt haben. Aber ich kann mich da auch an nichts erinnern davon. Also aber wirklich, auch, ich glaube, hier ist gefährlich. Was? Shit. Die scheiß Geister. Meine liebsten Sachen sind immer, wenn Leute im Chat oder in den Kommentaren so Referenzen machen, alte Dinge, also die einfach so Memes sind und ich gar keine Ahnung habe, wovon die reden, weil das halt irgendwann vor 5 Jahren passiert ist und was ich machst da du dann? Keine Erinnerung habe. Ich nicke und lache begeistert, in dem, sodass sie glauben. Ja, ich finde das aber schön. Guck mal, da unten ist doch ein Item, spring da mal hin. Ja, nee, ich fühle mich voll geschmeichelt, wenn Leute sich noch an sowas erinnern. Natürlich, ich wollte auch nicht sagen, dass ich die dafür hasse. Ich wollte nur sagen, dass ich da gar nicht auf der gleichen Wellenlänge existiere, sondern ich habe das sehr vergessen sofort. So, kann ich das kaputt machen hier? Ach, die respawnen auch noch! Ich weiß nicht, ob es sich... War irgendwas davon in Scholar? Weil ich kann mich an nichts davon erinnern. Also das müsste alles in Scholar gewesen sein. Ich habe Scholar tatsächlich nicht durchgespielt. Ich fand das mit der neuen Item-Platzierung und den neuen Monster-Platzierungen echt doof. Ihr habt 2017 mit Deadly Premonition angefangen. Dieses Spiel sagt mir gar nichts. Mats, wir haben jetzt übrigens Deadly Premonition 2 durchgespielt. Auf Time 3, falls du dir das jetzt angucken willst komplett. Kannst du jetzt machen. Das werde ich mal jetzt Kannst du das bitte auch aufnehmen? Streamen? Ja, klar, auf Stream jeden Fall. Streamen mit dem Chat, Pass auf, Tom, pass auf, folgendes. Ich mach das. Ich guck mir das an. Das ist ein Gegner? Ja. Und auch, wie viele Folgen sind denn das? Wie viele Stunden? Wie viele Stunden? Das glaube ich sind so 20 ungefähr. Das kann dir der Chat sicher gleich sagen. Um die 20. Dann guck mir das an. Für den Link. In 27 so drei Sessions. In drei Sessions. Nee, in drei Sessions ist fast ein bisschen viel. Drei Sessions ist sehr viel. Zwei Sessions. Also in den ersten drei Folgen warst du ja selbst noch dabei, Mann. Ja, nee, muss ich das komplett gucken. Ich weiß nur, als ich die Frame gesehen habe, bin ich ausgestiegen, das weiß ich noch, ja. Ich gucke mir das an, aber einer von euch muss sich das gleichzeitig mit mir auch angucken. Was ist denn dieses Bonfire Aesthetic, oder wie man das ausspricht, nochmal? Macht das nicht irgendwie das Spiel schwerer oder so, oder ist das was Gutes? Nee, genau, du konntest ja hier die
Welt ja, teils, also so Bonfire für Bonfire ins New Game Plus versetzen. Weil es ja auch in Dark Souls 2 die Mechanik gab, dass wenn du eine bestimmte Anzahl, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie oft, alle Gegner tötest, respawnen die ja nicht mehr. Mhm. Und mit dieser Mechanik, den Aesthetics und so, 10-mal war es, okay, kannst du ja auch, glaube ich, sogar Bosse wiederbeleben, oder? Man kann doch hier Bosse mehrmals bekämpfen, ohne ins New Game Plus zu gehen. Oha. Also es sind ja ein paar richtig coole Sachen drin in Dark Souls 2, die sie dann leider danach so ein bisschen haben fallen lassen. Auch das New Game Plus, das Enemy Placement verändert und so ein Kram. Das ist schade, dass das so vergessen wurde. Da magst du, dass das Enemy Placement verändert wird, aber bei Scholar nicht. Das klingt aber so, als ob da was nicht keinen Sinn ergibt, Tom. Facts and Logic. Boom. Meinung. Ist genau das Gleiche. Meinung nicht mehr gültig. Auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, in dem Heidetower of Flame einfach mal so einen roten Drachen auf eine Plattform zu stellen, auf der man nicht richtig kämpfen kann. Ist das so? Das hab ich ist Schwierigkeitsgrad. Den muss ich gefördert. Ja, also Skull of the Firstin fühlt sich so ein bisschen an wie, wo waren das? Wo hast denn du neulich auch diese Kritik angebracht? Ich glaube bei Doom. Ja, bei Doom ist so wie so ein Kaizo-Mod an manchen Stellen. Wie so eine Mod. Das ist dann für Leute cool, die das schon mal gespielt haben, aber für Leute, die das zum ersten Mal spielen, ist das, glaube ich, ziemlich scheiße. Das Gefühl hatte ich halt bei Dark Souls 2 so oft, weil so viele Dinge in Dark Souls 2, diese Mechaniken sind so, ja, jetzt machen wir es schwerer. Ne, das ist ja, also es sind ja die Bullshit noch ein bisschen weitergeführt. Schrein auf Amana hatten wir ja auch schon, das ist ja auch teilweise echt kein spaßiges Enemy Placement da gewesen mit den ganzen Magiern. Also das steckt auch im Hauptspiel schon drin. Aber halt nicht so aggressiv. Okay, diese Kombis respawnen einfach, ne? Holy shit, hey. Ich find's aber ganz gut, dass mein Angebot zum gemeinsamen Schauen des gesamten Dead and Premonition Let's Plays so übergangen wurde komplett. Mats, ich habe jetzt zweimal durchgespielt. Dann kannst du mich ja wohl noch mal ein drittes Mal angucken. Dann gibt's halt Robin und Mats schauen das komplette Deadly Premonition Let's Play Show. Nee, die PC-Version kommt jetzt auch bald raus. Das heißt, da werde ich sowieso noch mal spielen. Also, dann spiel doch das mit Mats. Dann musst du noch mal gucken, wie es vorher war, um dich einfach noch mal dran zu erinnern. Das wäre so geil, wenn du einfach noch ein Let's Play von dein Deadly eigenes Premonition vor allem, nur mit dein Mats. Eigenes gucken würdest. Das finde ich eigentlich, finde ich das sehr sympathisch. Also in erster Linie, für mich ist ja vieles neu. Das gab's letztens, in einer etwas anderer Form. Und zwar gibt es so einen katholischen Beziehungsberater auf TikTok, der halt sagt... Bratan? So, hast du Berater oder Bratan gesagt? Was, Bratan? Ich möchte dir das selbst überlassen, dir das zu erschließen. Okay, erzähl weiter, ich versuche mir das selber irgendwie... ich werde übermütig. Ein Berater. Und der sagt halt so Dinge dann... Ja, Frauen, ihr müsst eure Männer umsorgen, ansonsten verachten die euch so. Weil der Lord hat das gesagt. Ja, und dann... Oh, ich hasse Dark Souls 2! Sekunde, oh fuck. Warum ist denn diese scheiß Waffe jetzt at risk? Warum ist das eine Mechanik? Was ein Rotzspiel? Muss ich was machen? Ist das hier Breath of the Wild oder was? Muss nur ans Bonfire, dann ist sie repariert. Ach so, okay. Das ist ja gar nicht so schlimm. Gegner leben jetzt halt wieder alle. Ja, das ist nicht so schlimm. So, der sagt dann halt immer so, Frauen, reißt euch mal zusammen. Und dann so Männer aber auch. Und dann musste der zugeben, dass der seine Frau betrogen hat. Because of course he did. Und das ist dann ein übelstes Meme geworden, weil er sitzt halt so vor der Kamera und seine Frau sitzt stumm neben ihm und beide gucken so besorgt in die Kamera, halten Händchen und er sagt dann so, ja, hey, es stimmt, ich habe sie betrogen, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Zählt das so ein bisschen auf. Und das ist super lustig. Und dann hat er anschließend ein Reaction-Video dazu gemacht, auf seine eigene Entschuldigung, dass er seine Frau betrogen hat. Und sagt dann so Dinge wie, also er tut quasi so, als ob er jemand anders ist und spricht dann in der dritten Person über sich und sagt dann so, ja, also für mich, shit, what? Da stand gerade Invaded. Ach so, ja, ich war mit Sprechen beschäftigt. Geh nicht zu nah an die Wände, da kommen Geister raus. Ach cool, dope. oh Gott, Robin, ey. Ich dachte, du hast zum Küsschen gesagt, hast schon, oho. Aber du machst gut Damage. This is not good damage. Doch, so richtig, das ist doch voll gut Damage. Robin, was hat er dann gesagt? Also, dann hat er dieses Video gemacht und sagt dann so, ja, also für mich wirkt er so, als ob er es ernst meint und ich glaubte ihm das auf jeden Fall. Und am Ende geht er wieder in die erste Person und also er reagiert auf seine eigene Entschuldigung, wo er sagt, das ist eine gute Entschuldigung, wahnsinnig überzeugend. Und am Ende sagt er dann,
Hier, ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben, darüber, wie man besser in einer Beziehung lebt. Und das ist eine der Ereignisse, die mir besonders gut beigebracht haben, wie man sich in eine Beziehung anpassen muss und so. Und dann nutzt er sein eigenes, ich habe meine Frau betrogen, Entschuldigungsvideo, in dem seine Frau sitzt, um sein Buch zu verkaufen, in einem Reaction-Video auf das Video. Und da habe ich Respekt vor. Und das habe ich gerade erzählt, während ich dieses Phantom besiegt habe. Boom! Das ist der erhöhte Schwierigkeitsgrad. In Dark Souls 2. Das wird 2021 in einem Livestream spielen. Wir machen, wir machen einen sogenannten Anekdoten-Run. Man darf nicht aufhören, Anekdoten zu erzählen und muss dabei aber komplett alles schaffen. Oh boy. Da kriegen wir noch einen besseren Namen hin. Dark Souls. Dark Souls zumal? Nee, das ist ein bisschen. Kommen jetzt hier nicht die Schild. Ja, da kommen die Best Boys. Ah, die sind alle ein bisschen insane. Also die Frau, das sind halt wirklich so Kult. Kult-Christians. Sind das Leute mit zwei Schildern? Ja, oder was das ist sind das die hier? Beefy Boys. I love them. Guck mal, du kannst doch. Guck mal, das ist doch eine Mod. Das ist doch ein Mod-Flur, Tom. Nee, das ist einfach cool. Mod. Wie cool ist das bitte? Das ist doch kein Mod-Flur. Hat der Schilder als Arme? Die sind so breit wie der Flur, in dem sie stehen. Ja, das ist doch genau der Punkt dieser Herausforderung. Ich weiß, das ist was eine Mod machen würde, ist mein Punkt. Das muss dir jetzt Tom, Robin jetzt gerade erklären, was Dark Souls 2 ist? Ah! Das ist doch aber nicht unfair. Das stimmt. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich finde das voll gut. Da schmunzel ich drüber. Das erinnert mich an die Zeit, dass hier in Dark Souls, dass ein Boss 350.000 Mal wieder aufsteht. Das ist eine Mod. Ja, das wäre cool. Das wäre eine gute Idee. Look at all this eckige Räume. Ja. Oh. Hey, wir sind gerade hier eine Kurve gegangen. Ich möchte das wertschätzen. Eine Kurve gegangen? Festhalten. Könnte ich den backstabben? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ist eigentlich daraus geworden, dass Mats den Spielstand weiterspielt? Also, so richtig. Moment. Das war nie wirklich Teil des Plans. Weil das hier ist ja schon Robins Run. So. Ja, so, in der Tat. Und das wäre jetzt auch ein bisschen kompliziert geworden. Außerdem fehlt mir ein Daumen. Und so. Was ist passiert? Achso, stimmt, den wolltest du ja abschneiden. Ne? Was musstest du da machen? Ich habe lange Zeit Daumen gerasselt. Bis zu einem professioneller Ebene. Ja. Wo ein Sprung mit deinem Daumen schief ging und du dir die Daumenwirbelsäule gebrochen hast. Ich war Daumenwrestler, finde ich ganz gut. Ich bin jetzt Wrestler. Ach. Also ich bin überrascht. Nein, ich habe noch einen Daumen übrigens. Wenig Schaden ich bekomme, muss ich sagen gerade. Ja, du schlägst dich voll gut. Auch das mit dem Phantom gerade, alles tippitoppi. Hi, ihr Geister. Na ja, mach's gut. Ah. Guck mal, hübsch. Oh. Ach, nee, doch nicht. Glaubt ihr jetzt, wo wir das hier gespielt haben, wird Elden Ring angekündigt? Vielleicht noch während wir spielen? Angekündigt wurde das Spiel bereits, Tom. Also ich meine so richtig mit tatsächlichem Gameplay. Ja, wird langsam Zeit. Glaubst du denn, was werden wir zuerst sehen? Metroid Prime 4 oder Elden Ring? Elden Ring. Elden Ring. Weil Elden Ring existiert. Hey, Entschuldigung, Metroid Prime 4 existiert schon mindestens einmal, aber nicht ganz. Ja, aber wir haben noch nicht mal einen CG-Trailer bekommen zu Metroid. Nee, das stimmt. Diese After Effects hat der Hannes noch schnell gebastelt. Ja, dieses Logo. Aber der Hype war real. Der Hype war real. I mean, also I was ist er auch also immer noch. War das auch 2017 eigentlich? Das würde auch hinkommen. Das ist tatsächlich schon sehr lange her, weil das war ja einer meiner. Holy shit. Robin, what happened? Alles. Okay, was war diese Glocke? Ist das mit der Glocke nicht eigentlich erst in dem großen Gang? I don't know what that is. Was? Alarm! Das erinnert mich an die Zeit, als mein Bruder damals. Einer der Gegner hat eine Glocke, okay. Haben wir das nicht mitbekommen? Feueralarm auf einer. Wie heißt das? Nicht einer Bratstation, eines. Eine Bratstation. Grill. Eines Grillhäuschen. Was? Ein Außengrill. Naja, wie heißt die denn? So eine Grillhütte. So eine Grillhütte war das. In so einem Dorfplatz. So war so eine Grillhütte und da war so ein Knopf. Da hat mein Bruder, der war, weiß ich nicht, wie alt war der denn da? 6, 7, 8, hat meine Mutter gefragt, darf ich den drücken? Meine Mutter hat nicht hingeguckt und gesagt, ja. Dann hat er ihn gedrückt und dann ging der Feueralarm los. Das ist aber sehr gut. Und dann kamen sie aber ganz schnell, die Autos mit den dicken Männern. Ja. Das war meine Anekdote zum Thema Alarm. Sind eure Feuermänner traditionell dick, ja?
Auf dem Dorf waren die alle, also relativ. Also. So, jetzt aufpassen. Ja, aber ich weiß ja nicht, wer wohin zu einer Glocke gerannt ist. Ich renne jetzt einfach hier weg. Fuck it. Ich glaube. Das sind. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind, glaube ich, Sackgassen. Also, wenn wir die Glocke hören, ist schlecht. Mhm. Bisher ist okay. Ist das eine Metapher? Da haben wir gerade schon mal geredet, Ziefer. Das sind keine Gerüchte, das ist quasi schon bestätigt. Also. Oh, jetzt habe ich die gedeutet, wa? Ah. Naja. Ist das quasi gut? Bestätigt? Ja, ja, das ist auf so einem Publisher-Ding schon drauf gewesen und geratet worden. Also, das ist durch, ja. Irritiert jetzt ja auch eigentlich nicht, oder? Also, nee, das ergibt sehr viel. Ich weiß sogar so, ja. Warum denn? Also, ich fände es super, wenn es danach trotzdem genauso läuft. Es ist quasi capped auf 15 ja. Frames. Ja. Ich werde schön meine RTX 3090 anschmeißen und dann da mal richtig die Frames rausprügeln. Ich bin aus wirklich dem kleinen so gespannt auf die PC-Version. So gespannt. Oh, du hast an die Abkürzung gedacht, Robin. Ich hab hier einen Hebel gesehen, mit dem gezogen. Das ist. Oh! Ja, damit wir diesen Weg nicht mehr gehen müssen. So funktionieren sie. Ist das dieses Bordsteine einklappen, über das man im Deutschen redet? Ja, ist in der Tat. Da haben die Entwickler haben sich gedacht, wir brauchen noch so schön europäische Elemente. Also theoretisch könntest du jetzt, glaube ich, auch das Feuer eins weiter weg wieder aktivieren, aber. Ich weiß gar nicht, ob das auch deutschen. Aber ich frage mich auch ein bisschen, wie ich da hinkomme hier. Weißt du, da unten, da wo dieses Item liegt. Oh, guter Punkt. Haben wir das jemand, das hat Matzak auch gerade schon darauf hingewiesen. In der Tat. Das ist mir ein Geheimnis, wie man da hinkommt. Hatten wir den vorhin schon, die Typen? Ach, ja, die hab ich. Ich vergesse jetzt schon, was wir jetzt vor 10 Minuten gemacht haben und ihr wollt, dass ihr mich an 2017 kannst erinnern. Kannst du dich fallen lassen oder nicht? Ich glaube, ich kann mich da einfach runterfallen lassen. Ja. Das finden wir gleich heraus. Ja, ich hab's verstanden. Mein Gott. Ich freue mich, ob das wirklich, auf den Boss. Wirklich ach, kürzer will ich wirklich hier lang laufen, Tom? Nee, ich bezweifle es auch gerade. Ich meine, die sind beide nicht so richtig geil, aber ich glaube, das ist. Ich glaube, wir können bei dem anderen Feuer einfach in die andere Richtung gehen und dann kommst du hier raus. Finde ich. Oh, guck mal. Oh. Hat er geblockt. Um. Richtig vorsichtig. Ich habe gerade. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, im letzten Livestream wurde ja The Shore empfohlen. Von jemandem, ich weiß nicht, ob diese Person gerade auch wieder im Chat ist. Herzlichen Dank. Ich habe das nämlich jetzt auch direkt gespielt. Und cool. Das war sehr weird. Das ist ein sehr Lovecraftigen Spiel, das von einer Person auch wieder entwickelt wurde. Ein sehr kleines Indie-Ding. Und ich habe auch sehr viel geflucht, weil das Balancing mit Gegnern sehr, sehr weird ist. Aber herzlichen Dank dafür. Wollte ich gerade nochmal loswerden. Ist mir eingefallen, weil ich, als ich diese Dinger da gesehen habe, dachte ich, das sieht aber auch aus wie ein Fischmensch. Oh, wer extra auf Abstand bleibt. Oh, das hätte sehr schief gehen können. Wie der genau in Richtung des Abgrunds gestochen hat. It's fine. Doch, Robin hat Dark Souls 2 komplett durchgespielt. Auch mit also DLC, in der oder? Scholar-Variante. Naja, also mit DLC. Genau. Naja, aber auch in der Scholar-Variante, also nicht des Ursprungs. Also sogar mit Aldia. Ja, genau, mit dem anscheinend doofen Drachen. Ich würde mal kurz noch mal einmal leveln. Dem doofen Drachen? Bevor ich jetzt. Achso, den ich meinte. Da kommt gleich. Also bisher läuft das ja geradezu erschütternd gut. Ich entschuldige mich bei allen Zuschauern, das ist nicht das, wofür ihr hier eingeschaltet habt. Mari The Shore. Also die Küste. Also ist bei Steam. Dark Souls 2 ist ja bei uns eigentlich nicht das gewesen, dass es so die ganze Zeit so scheiße lief. Es gab immer so diese Spitzen. Ich erinnere mich nur daran, dass es scheiße ist. Ich erinnere mich ja an den Smelter-Demon und den Weg zum Smelter-Demon. Also ich kann mich eigentlich nur an Smelter-Demon und Pursuer. Da war doch Tiffy. Das sieht ja gut aus. Guck mal, wie gut dieses. Stimmt, wir sind ja online und wir wurden noch nicht von euch invaded, Chat. Was soll denn das? Habt ihr eure Xbox 360 etwa schon alle eingepackt? Mit der Original Dark Souls 2 Version? Dass du gemeiner Mensch da extra nochmal drauf hinweisen musst. Ich hab, glaube ich, 3 Xboxen, von denen 2 kaputt sind. 360? Ja. Echt? Naja, doch, die ersten, die waren aber ja stimmt, sehr die sind ja super mit dem Ring of Death. Ja. Robin hatte ja 7 oder so. Sieben? Mhm. Alle Red Ring of Death. Ja, einer hatte auch ein kaputtes Laufwerk, aber alle anderen waren Red Ring of Death. Krass. Aber alle wurden immer kostenlos mir neu geschickt von Microsoft. Das hat ja Microsoft auch einiges gekostet. Ja. Ich liebe diese Musik. Das war das falsche Feuer jetzt, sorry. Diese Musik ist so toll. Medjula ist generell so eine, also, glaube ich, mein Lieblingshub.
Rein atmosphärisch. Oh, für mich geht leider echt nie was über Firelink Shrine in Teil 1. Das ist kann man. Ich mag halt diese Sonnenuntergangsatmosphäre. Ich mag halt diese Sonnenuntergangsatmosphäre. Ich glaube, müsste eigentlich möglich sein, Dark Souls 2. Ja, also sag das mal nicht ohne nachzugucken. Weil ich hatte meine auf der Liste geguckt und habe es nicht gesehen. Ja. Also zumindest nicht. Echt, kann man nicht das Original Dark Souls 2? Also ich weiß aber auch, also es gibt ja sehr viele, die nicht funktionieren. Deswegen muss man da immer. Es gibt viele Spiele, wo man glauben würde, das wäre natürlich dabei. Und dann ist nee, es ist tatsächlich nicht. Also zumindest war es vor zwei Jahren nicht. Das ist ja schade. Ja, richtig schade. Naja, aber es gibt halt, ne, es gibt ja die Scholar-Version auf PS4 sogar. Ja. Und ich glaube, aber Scholar ist ja, also, ist nicht das gleiche Spiel. Sure, aber ist es halt, wenn du das erste Mal spielst, ist das, glaube ich, kein großer Unterschied. Nee, ich finde gerade, wenn du es das erste Mal spielst, ist es der große Unterschied. Weil also ich hatte mehr Spaß an Scholar als an Dark Souls 2, was jetzt weniger daran zu tun hat, dass Scholar besser gespielt. Aber du hast ja Dark Souls 2 schon zu großen Teilen zu dem Zeitpunkt durchgespielt. Ja, das stimmt. Kannst du die Steine auch kaputt schlagen, oder nicht? Ja, aber why? Mach dir nur mein Schwert wieder kaputt. Ergibt ja keinen Sinn, arme Steine. Richtig. Schmoller. Ja, also ich glaube, ich persönlich habe jetzt nicht die persönliche Erfahrung gehabt, dass Scholar jetzt straight up schlechter wäre oder so. Geht ja vielen Leuten so, dass sie auch Scholar wirklich mehr machen. Aber ich verstehe voll, was du sagst. Also ich würde dir auch nicht viel widersprechen. Weiß nur, mein persönlich weiß nicht, dass ich sehe ich da, ach du Scheiße. Ja. Okay. Mhm. Ja. Weil ich glaube nämlich, unter der Treppe war der Glockenläuter, den du gerade. Wir nennen ihn den Glockner. Oh, das ist fun. Oh, Robin? Na, ja. First try. Und man konnte hier unterbrochen werden beim. Ja. Yep. Alright! Damit du dich eben nicht durchcheaten kannst. Das ist so scheiße. Ich muss diesen ganzen Raum leer machen. Du musst nur auf eine Seite pullen. Du musst den Glockenläuter platt machen. Du musst den Glockenläuter platt machen. Ich kann nicht sagen, dass du unter die Treppe hinter dir einen Typen setzt, der eine Glocke läutet, wodurch alle spawnen und dann in einem gigantischen, ansonsten leeren Raum 500 Gegner auf dich zukommen, dass das kein Modding ist. Das ist Doom Eternal DLC 1. Nee, ich finde, das ist Standard Dark Souls Game Design. Was? Das ist doch ein großer leerer Raum, wo 700 Gegner zukommen, ist Standard Dark Souls Game Design? Das ist doch dieser klassische Bait and Switch, dass du vor dir, deine Aufmerksamkeit wird gelenkt auf das Nebel, auf die Nebeltür und du denkst, oh, sind ja nur zwei Gegner. Aber es ist ein sehr ominöser Raum, also ist auch Vorsicht geboten. Und du weißt, dass Dark Souls dir gerne Fallen stellt, also guck dich besser vorher mal um. Und du weißt, dass manchmal Räume unter Treppen sind, also guck dich vorher besser mal um. Also das finde ich hier noch nicht so schlimm. Ja, Robin, da hast du es nämlich. Das ist doch Trash. Vor allem, wenn ich den jetzt schlage, treffe ich doch die Glocke. Siehst du? Das? Hätte ich auch backstabben können. Aber da reagieren die nicht auch drauf. Offensichtlich ist das nur, wenn sie Gegner bümmelt, oder? Diese Geister wären halt nicht da, wenn die Glocke nicht geläutet wird. Doch, die standen doch. Achso, weil es schon geglöngelt hat, okay. Das war sehr gut, Robin. Vor allem während du es sagst, schlägst du zu. Mhm. Sind eure Top 5 Spiele mit Glocken? Oh. Also Dark Souls 1 auf jeden Fall. Bloodborne auf jeden Fall. Sind es nur From Software-Spiele? Ich glaube, ich würde sagen, Half-Life 2, Silent Hill 2, einfach in der Vermutung, dass in all diesen Spielen bestimmt irgendwo eine Glocke vorkommt. Und das ist interessant. Ist die Sirene nicht einfach eine moderne Glocke? Nee, ich würde schon von einer Glocke reden. Glocke oder Glöckchen? Ich würde auch Super Mario 3D World sagen. Nee, Glöckchen sind keine Glocken. Sind kleine Glocken. Glöckchen ist doch eine kleine Glocke. Dürfen Glöckchen auch keine Glocken sein, lieber Tom. Ja, aber eine Sirene ist doch viel weiter allein schon mechanisch davon. Ein Glöckchen macht doch genau das Gleiche wie eine Glocke. Das ist doch nicht das Gleiche, wie was in einem Kirchenturm umhergongelt. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich hier so ganz bewusst gerade was gesät, damit ihr euch beide anfallt. Eine Sirene, Glöckchen ist ja wohl eine Glocke. Deine Mutter ist eine Sirene. You did! So, jetzt first try, let's go. Vom Prinzip her hat Tom recht, ja, das reicht mir. Ja. Ich hab vergessen, dass es diesen Boss noch gibt. Den mag ich vom Design sehr gern. Recht von der Sache, Robin. Der ist meiner Meinung nach nicht einfach. Wo wir gerade Glocken hatten, ne? Der hat einfach eine an seiner Keule da. Ist das eine Glocke? Ja. Ich glaube, es ist eine Sirene. Shut the fuck up, Mann.
Oh, pass auf. Interesting. Oh. Voll die Monster Hunter Waffe. Aber so, der hat dich gerade mit jedem Schlag getroffen. Ich mag dieses Klonk sehr von seiner Waffe. Es müsste aber mehr bimmeln, finde ich. Eieiei. Ach, diese Musik. Tatsächlich eine der wenigen ganz ordentlichen Boss-Musiken, weil sonst ist der Soundtrack von Dark Souls 2 ja leider ein bisschen enttäuschend. Ja, guck mal. War aber schon in Ordnung Damage, ne? Fünftel schon weg. Das Rollen ist so unmöglich für mich in diesem Spiel. Ja, man muss immer ganz Zeit rollen. Man muss auch immer, glaube ich, in den Schwung reinrollen, weil du hast nur am Anfang deiner Roll Invincibility Frames. Ja, es sei denn, man macht Adaptability hoch, dann hat man mehr. Weil das war das, was dich beim Pursuer ganz am Anfang von unserem Let's Play so gekillt hat. Spielt Robin mit Elite-Controller. Nee, da wäre ich schon längst tot. Aber macht er jetzt Geister? Ich weiß gar nicht mehr genau, was das hier war. Ich glaube, er heilt sich, oder? Heilt er sich? Hat er sich geheilt? Ich jetzt gar nicht drauf. Ich glaube, er hat sich gebufft. Oder hat er sich nur gebufft? Aber konnte der sich nicht heilen? Nee, er bufft sich, sagt der Chat. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja nicht so schlimm. Ich finde interessant, dass du wirklich... Ich habe deinen Namen... Achso, ich habe mein Handy davor gestellt. Weltstadt. 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 Was ist das denn für ein Name? Bremen. The Royal Bridges. Bremen, so Royal. Agiles. Stell ich denn den Chat hin? Hälfte. Ah, ich finde, Robin schlägt sich gut. Ja, ich habe auch schon. Und ich habe gute Ausdauer, die mir ein bisschen den Arsch retten. Ich habe auch schon überlegt, aber ich will es nicht, weißt du, ich will es nicht verschreiben. Doch, das gehört schon dazu, Tom, Entschuldigung. Ja, okay. Wenn ich jemanden widerspreche, ist es meistens Robin. Das ist Teil des Let's Plays. Uiuiuiui, Tiffy. Da haben wir richtig einen Aufhütung. Das ist ja voll gemein, Mann. Aber Robin verzieht nicht die Miene, also er ist gerade wirklich in the zone. Okay, never mind. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich hab von Anfang an nicht an dich geglaubt, deswegen. Das war auch so ein schöner Bonk gerade vom Gegner. In the Bonk Zone, ja. Das war aber super, Robin. Das war trotzdem super. Wir verlieren jetzt halt jedes Mal die 10% Max HP, gell? Also vielleicht eine FFG nehmen. Das war, fand ich jetzt auch. Da blicke ich zurück und werde in 2 Stunden sagen, der erste Versuch war gut. Ich hoffe nicht. Da hätten wir dran anknüpfen sollen. Ja, vor allen Dingen, dieser scheiß Raum da wieder vor. Der ist, bleibt, glaube ich, auch davor. Diesmal nicht selbst die Glocke läuten. Ja, das wäre ein Anfang. Aber sind da keine? Man stimmt, muss jetzt sich keine kleinen Ziele setzen. Detail, ja. Oh boy, ich spiele jetzt gerade Silent Hill 1 und habe die Schule versucht, so komplett Mats, alleine ja zu lösen. Ich habe jetzt in meinem letzten Stream so eine Demo-Disc eingeschmissen von PlayStation 1 und da habe ich eine Silent Hill 1 Demo gespielt, in der man in der Schule war. Und da habe ich erfahren, dass diese Monster, die da rumlaufen, in der europäischen Version gar nicht die richtigen Monster sind, weil das wohl so Kinderkreaturen sein sollen, meinte der Chip. Ja, ja. Ach so, in der europäischen, ich spiele die englische Version. Genau, und da sind die Kinder, richtigen, ja. Was sind es in der deutschen? Kleine Roboter? Die sehen aus wie so kleine Maulwurfmonster. So, okay. Kleine Roboter. It's Half-Life. Ich habe jahrelang früher gedacht, dass das einfach Roboter waren, gegen die man da gekämpft hat. Silent Hill Doppelpunkt Robotech. Hab's nicht verstanden, bis ich dann gemerkt habe, oh nee, es war nur in der deutschen Version Roboter. Oh well. Könnt ihr jetzt mal kommen? Danke. Nee, ich glaube, die kommen immer noch nicht. Doch, gerade habe ich ja auch so ein bisschen ablenken können. Das war gerade sehr Glück. Eigentlich ist die zuverlässigste... Die Kinder sind nur in der... Entschuldigung. Die zuverlässigste Methode ist eigentlich... Das wird nichts rum. Ist eigentlich nicht, die Glocke zu läuten und die 4 hier halt platt zu machen. Aber das will ich nicht, ist die Sache. Ja. Oder diese. Aber guck mal, wie viele das sind. Komm, das ist doch in Dark Souls 1 nicht passiert. Das so... Nee, Dark Souls 1 hatte nie schlimme Boss-Runs.
Da war immer alles tippitoppi. Nein, nein, Tom, guck, dieses Bild. Wie oft gab es dieses Bild in Dark Souls 1? Dass du so sehr starke Gegner, also, oder sagen wir mal... du hast sie doch auch gerade alle auf einmal gepult, Robin. Die standen alle beieinander. Die muss man doch alle gleichzeitig pullen. Also ich finde schon, dass eine valide Beobachtung ist, dass es das selten in Dark Souls gab, in so einer Du bist eine valide Beobachtung. Im Chat wurde gerade übrigens auf, geschrieben, dass nur in der WS-Version die Kinder sind. Was, in der DS-Version? Der DS-Version von Silent Hill. Ich habe mich gerade sehr gewundert. Ja, aber das ist das, was ich meine. Sowohl nicht mal in der japanischen Version. Weil die ja da also auch... Also in der europäischen und japanischen Version sind keine Kinder. Genau, weil die da auch oft zensieren ihre Spiele in Japan. Aber was ist da stattdessen einfach nur... Also Maulwurfskreaturen meinst du von gerade. Ach so, da hast du... Genau, so Maulwürfe. Aber sind Maulwurfskreaturen nicht auch einfach irgendwie nur Kinder? Maulwürfe sind die Kinder der Tierwelt, das habe ich auch mehr. Naja, nee, gedacht. Ich sag manchmal, wenn ich wirklich hässliche Kinder auf der Straße sehe, sage ich schon, ne? Maulwurf. Da haben sie aber einen Maulwurf hochgezogen. Das finde ich nicht okay. Obwohl Maulwürfe sind auch eigentlich süß. Nacktmulle sind nicht so süß. Ja, sie haben auch dann eher was vom Nacktmull, glaube ich. Ja. Ich glaube, die haben. Stimmt, jetzt, dann sind es eigentlich eher Nacktmullen. Obwohl ich super fände, wenn es so, weißt du, so Googly Eyes, cutesy Maulwürfe wären. Das fände ich tatsächlich noch creepiger als die jetzt drin sind. Ich musste gerade eben, als du Maulwurf gesagt hast, nämlich als allererstes an Hans Maulwurf aus Die Simpsons denken. Und der sieht halt eher aus wie Nacktmull als ein richtiger Maulwurf. Und deswegen hatte ich bei Maulwurf direkt an Nacktmulle gedacht. Wollte ich an der Stelle noch. Nicht wahr? Oh, du willst Max Damage machen? Ja. Wenn ich jetzt weiß, dass das kein Angriff ist, wäre es ja, glaube ich, doof, das nicht zu machen. Nichts gegen Nacktmulle. Ich war mal im Zoo, da haben die ihre eigenen Kinder gegessen. Nichts gegen Nacktmulle. Während du zugeguckt hast? Naja, da war halt Natur. Was soll denn also. Also eine Show im Zoo, wo ja. sie Kinder essen, die da so provozieren. Komm, iss mal. Zeig Nacktmulle-Kinder. Während ich mein Eis gegessen habe, ging es da zur Sache. Ja, irgendwie musst du ja als Tier dein Kind auch bestrafen, wenn du dir nicht einfach den Fernseher ins Nom, nom, nom. Ja, musst du auch mal den Zuschauer was bieten. Oh, guter Block. Wie cool der Typ einfach aussieht. Ich finde das wirklich einer der das cooleren cool. Bosse. Ich will seine Rüstung. Oh! Kiko. Das war neu, oder? Nee. Hat einmal schon gemacht. Ja, macht manchmal sehr diese selten. Ausfallschritte. Oh, das war doof. Oh, come on. Oh, nein, Spiel. Oh, da hat mich gerade erschrocken. Ja. Erschreckt. Parsec ist auch. Spannungsgeladen. Was ist das Parsec weg? Nee, ist. Nee, alles gut. Hat nur kurz geflackert. Hat nur geruckelt. Lass dich nicht irritieren, Robin. Ja. Uiuiui. Ja. Oh. Ja, sehr gut. Oh, die Beherrschung, Robin, die Beherrschung. Applaus. Yay. Nice. Soul of Weltstadt. Mich hat motiviert, durch diesen Raum nie wieder laufen zu wollen. Ich habe komischerweise auch gerade gedacht, wie unspektakulär dieser Bossraum ist. Hat der Boss naja, er nicht macht ja, also... Ich finde die Idee halt nice zu sagen, er haut halt wirklich die Säulen hier kaputt, aber ich finde, da hätte man ruhig noch einen Schritt weiter gehen können, dass irgendwie noch was von oben runterkommt. Ey, das hat halt Ocarina of Time auch schon sehr schön gemacht. Das hier mag ich auch immer noch sehr gern. Ja, hier müssen wir kurz noch reden, weil das ist wirklich was sehr Cooles in Dark Souls 2, um das auch für Mats zu kontextualisieren. Das, lieber Mats, ist König Wendrick. Das ist der, nach dem wir die ganze Zeit suchen, oder Tom? Genau, ja, von Anfang an. Genau, du willst quasi, ne, dieses Königreich hier wird noch von ihm regiert und er hat so ein bisschen die Dunkelheit darüber gebracht und wir müssen quasi diesen allmächtigen, allseits bekannten König Wendrick erledigen, um dieses Reich zu befreien. Und du findest König Wendrick und er ist das. Und das ist schon sehr cool. Ja. Hollow. Und muss man ihn gar nicht killen? Nee, du musst nicht, das ist optional. Also er greift dich auch nicht an? Nee, greift dich nur an, wenn du ihn angreifst. Naja, dann alles, was wir brauchen, ist das hier bei seiner Rüstung. Schöner Haufen. Klingt oh, ah! Jetzt. Yay, Achievement, Robin!
Also ich glaube auch, er hat wahnsinnig viel HP. Also wir könnten es probieren, ja, aber... Er ist sehr schwach, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, macht sehr, ist einfach nur ein langer Kampf. Der Chat fordert auch ein. Du hast ja gerade 53.000 Seelen. Können wir die wenigstens vorher einlösen? Ja. Also der Held, also ich glaube, man muss halt ewig auf ihn raufprügeln, aber er hat, ist recht langsam und hat auch nicht so spannende Angriffe, glaube ich. Ja. Also ich glaube auch, ja. Ach, guck mal, sie steht sogar hier. Oh. Sieg lässt. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Wie aus dem Intro. Da sagt sie auch, ohne zu wissen, warum. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, oder was? Nee, habe ich nicht irgendein Item, mit dem ich mich zurückteleportieren kann? Na, Homeward-Bone oder so wirst du doch haben. Ja, 15 Stück. Ja, guck mal. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo dieses Kingsgate ist, muss ich allerdings sagen. Ich glaube, wir kommen jetzt doch durch mehrere Tore, oder, Chat? Ich weiß es gar nicht mehr. Also das eine erreichen wir, glaube ich, von Majula aus. Das ist aber auch hier okay, Dopsy. Also in dem Fall könnt ihr wirklich, also da machen ja so Spoiler-Dinger wie ja, mit genau. Dem Sieg nichts. Also da könnt ihr gerne alles schreiben. Wir haben so. Das ja alles schon mal gespielt, deswegen. Selbst wenn in 4 Jahren habe ich es eh wieder vergessen, von daher. Was ist denn Nullify Human Effigies Effekt? Sind Human Effigies nicht, dass ich halt Mensch einfach volle Energie habe? Stimmt. Reverse kann mich auch gar nicht, kann ich daran erinnern. Weird. Nullify Human Effigies Effekt, gab's das von Anfang an? What the fuck? Wirklich gar nicht, gar keine Erinnerung dran. Wir erleben das ja alle zum quasi ersten Mal. Ja, es ist so ein bisschen Schutz vor Invasion, okay. Ob es jetzt gerade Leute gibt, die panisch dabei sind, ihre Xbox 360 aufzubauen und fände ich sehr lustig. Und irgendwie schnell ins Internet zu kriegen. Du musst ja, glaube ich, in den Levelbereich kommen. Um damit die Menüs zu benutzen. Oh, ja. Ja, also wenn ihr Tipps habt, wo wir lang müssen, oder Tom, weil du es doch weißt, gerne. Ich würde noch mal kurz auf die Teleportliste schauen. Ansonsten, glaube ich, müssen wir halt einfach diesen einen Ausgang aus Majula raus benutzen. Aber kann sein, okay, dass wir da halt schon Feuer haben, weil wir waren ja schon mal in diesem Nebelwald und so. Kurz gucken, wie meine Waffe hier scaled. S mit Dexterity. Okay, dann würde ich Dexterity nochmal auf 40 hoch. Hand hoch, wer will Robin gerade invaden? Weil nee, wir müssten ja sogar schon im Castle gewesen sein. Also wir müssten eigentlich auch schon im Castle ein Feuer haben. Genau, im Castle waren wir schon, ja. Ja, und da ist ja ein Kingsgate. Okay. Da wäre eins, was wir benutzen können. Ich bin todtraurig, dass ihr nicht auf PC spielt. Ja, ich weiß, sorry. Ist es nicht so, dass man generell nicht auf PC spielen kann, weil er einfach voller Cheater ist, alle Souls-Spiele? Das höre ich immer wieder. Hatten wir nicht selbst schon die Erfahrung gemacht mit der PC-Version von Dark Souls 1? Weil da haben wir irgendwann umgestellt. Also, und es hat, glaube ich, diesen, ich weiß nicht, das kann man sicher modden, aber ich glaube, es hat halt dieses Framerate-Problem, dass die Waffen noch weniger Haltbarkeit haben. Big Boss, finde ich sehr schön. Entschuldigung, kommt jetzt das Shiny Porenta. Das ist aber auch, ich sag mal so, wenn es jetzt Leute letzte Woche zum ersten Mal eingeschaltet haben und so dachten, ach, so ein schön Porenta-Stream, da versammle ich die ganze Familie. Ach, stimmt hier, und was Aaron schreibt, jede Soul of a Giant, die ihr habt, macht King Vendrick deutlich leichter. Ja, also man würde die doch hier schmieden, oder? Was meinst du? Haben wir den nicht umgebracht? Nee, Vendrick läuft da ja rum. Doch. Ja. Ach so, er meint, dass man die Souls hat, aber nicht die Waffen, sondern, weil wir haben ja die ganzen Giant Souls. Great. Ach, Soul of a Giant. Soul of a Giant sind nochmal die anderen, weil es gibt ja noch diese Vergangenheitsnummer. Ja. Und die Waffen, aber die Bosswaffen schmiedest du nicht hier, sondern da, wo es die Spinnen gibt, bei diesem Rabenschmied. I don't. Das weiß ich alles gar nicht. Aber müssen wir auch gar nicht machen, weil wir wollen uns auch nichts schmieden, oder? Okay, also gehe ich zum Castle und dann. Genau, und zwar. Ach, steht hier. Ich würde, das klingt richtig. Ja, mach mal. Ich glaube, das ist wirklich vor dem Tor, was sich dann öffnet. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, es ist halt noch nicht. Ich glaube, das ist halt dieses Tor, wo man auch erst deutlich später noch hin könnte. Weil der richtige Progress ist, glaube ich, noch woanders. Aber ich würde es trotzdem mal machen. Der richtige Progress ist woanders. So, wenn ich mal wieder live streame, nenne ich das. Ja, es ist hier halt nicht linear, das Spiel an der Stelle.
Ja, ich erinnere mich gerade, was das ist. Also ich gehe mal kurz. Warum habe ich jetzt wieder 22.000? Achso, ich habe das Level-Up nicht gemacht. Entschuldigung, ich bin ein Idiot. Aber wir hatten noch gerade 50.000. Du hast gelevel-upt. Ich glaube, du konntest noch nicht weiter level-upen. Doch, doch. Ich habe gelevel-upt und dann fehlt mir 1.000. Dann habe ich die Seelen genommen. Ach so, und dann hast du das nicht benutzt. Okay. Genau, dann dachte ich kurz, wir müssen jetzt was schmieden. Deswegen wollte ich die Seelen behalten. Dann haben wir nicht geschmiedet. Dann habe ich vergessen, dass ich noch leveln wollte. Und here we are now, Tom. Das ist die Geschichte der letzten 5 Minuten. Stimmt, und Onifex und Straight gab es. Und Straight war, glaube ich, in der Bastille. Übrigens, Tom, gibt es irgendwas, was die Leute sich nach dem Chat vielleicht, nach diesem Stream vielleicht noch angucken könnten oder so? Zu Dark Souls? Nee, zu Hooked. Oh ja, heute ist ein Video von mir erschienen. Danke, dass du fragst, Robin. Über PlayStation und Rückwärtskompatibilität, weil Sony so cool waren und sich gesagt haben, wisst ihr was, alte Spiele, spiele eh keiner mehr, ist auch alles pixelig. Brauchen wir nicht mehr. Und deswegen schalten Sony im Sommer den PlayStation 3 Store ab und den Vita Store. Und damit geht Zugriff verloren auf PlayStation 3 Spiele, auf Vita Spiele, auf PSP Spiele, auf PS1 Spiele und auf PS2 Spiele. Was absolut furchtbar ist in meinen Augen für Spieleerhaltung und wie und warum und weshalb, das erzähle ich in einem Video, das geht so ungefähr 18 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Und dann gehen wir alle auf eBay und kaufen da alles leer. Alles leer. Ja, und viele der, also noch kann man ja digital kaufen und ich empfehle wirklich, sich mal durch so ein paar Listen durchzuklicken und durch den Store durchzuklicken, weil oft ist die gebrauchte Alternative deutlich teurer als die digitale Version. Ja, das passiert bei vielen Sachen. Weil ich hatte da mal ein bisschen geguckt, so nach Muramasa und Xenogears und bist du teilweise bei 100 Euro und mehr. Ja, ist ja selbst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Silent Hill 1 irgendwie haben willst, in halbwegs vernünftiger Verfassung, bist du auch bei 50, 60 ja. Euro. Jude schreibt auch gerade so Suikoden 2 auf eBay, 300 plus Euro. Cool. Kann ich nicht sehen, wie viel die Fans das tatsächlich exakt macht? Das ist komisch. Ich glaube nur, indem du vergleichst, wie viel du vorher hattest, wie viel du nachher hattest. Great. Okay, dann würde ich sagen, tue ich hier mal kurz den Kingsring dran. Beziehungsweise, du kannst doch hier, konntest du hier nicht eine Einstellung machen, dass du im Equipment deine Personal Stats siehst? Wenn du Y drückst oder so? Nee, also, ach so, das meinst du. Ja, wenn du jetzt hier zum Beispiel, ah, okay, weil da siehst du ja dann, wenn du ihn equipst oder nicht equipst, was sich verändert. Ja, das stimmt. Das Slows Item Degradation habe ich schon an sogar. Oh, aber ich habe den Plus 1 statt den Plus 2 an. Das kann ich ja mal kurz ändern. So. Und cool. Jetzt müsste es eigentlich aufgehen. Ha. Yep. Dreht sich immer hin. Ich mag so Animationen, wenn sich das mechanisch wirklich auflöst. Ja, Fahrer und Sales, Freunde. Ja, stimmt. Oder Resident Evil, da gibt es auch sehr viel von diesem Grab. So, dann können wir den Ring jetzt wieder ausziehen, schätze ich mal. Tom, ich habe es noch nicht gesehen, welche, oder ich lasse mich überraschen, welche Version du für den Jim Ryan du von mir da reingesetzt hast. Das wird mich, ich weiß ich ach so, nicht. Achso. Also, das ist, glaube ich, die Version, wo du so einen ganz weirden, ziemlich rassistischen, stereotypen asiatischen Akzent gemacht hast. Ich weiß auch gar nicht, warum du mir die geschickt hast, aber ich habe sie eingebaut. Nee, aber ich fand ich aber lustig. Ich schicke grundsätzlich eigentlich immer. Also, diese Variante kriegt jeder einfach mal. Ich biete es einfach nur an. Also was ich dazu sagen, Leute zurück. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass wenn ihr euch das Video anschaut, schaut auch mal wirklich euch das Outro an, weil da ist noch ein kleines Easter Egg von Mats drin. Ich habe ja nicht im Kopf, dass wir jetzt schon am Throne of Wands sind, ehrlich gesagt, Tom. Ja, deswegen meine ich ja, das ist noch nicht so der richtige Progress. Aber wir könnten hier trotzdem was machen. Achso, ich dachte, hier wäre das Ende jetzt. Nee. Das Ende ist noch ein bisschen weg. Ja, deswegen war ich jetzt verwirrt. Das ist ja das Lustige. In Scholar of the First Sin kannst du das ja so machen, dass du in diesen Raum da reinkommst und dann kommen drei Bosse hintereinander. Es ist, ja, aber du musst sie aber nicht nacheinander machen. Du kannst da sterben und dann bleibt der Tod. Das stimmt, ja. Aber wenn du einen platt gemacht hast, kommt direkt der nächste. Ohne genau, beim ersten Versuch. Wenn du quasi die First Try willst, musst du die alle nacheinander machen. Ben Hart ist auch gar nicht hier. Wenn du sie First Try willst, musst du sie hintereinander machen, finde ich gut. Oh. Alright. Ugh. Das war nicht. Robin. Let's go. Das ist Dark Souls 2, Ornstein und Smau. Oh boy. Hervorragend. Sehr gut.
Angels. Sie haben dich nicht mal berührt. Angels. Sie haben dir nur gedroht. Aber wenn er sie jetzt besiegt, ist es ja trotzdem First Try, oder? Eigentlich. Nee, also, das oder? Ist schon kein First Try mehr. Der First ist Try das so? Ist weg. Ja, aber das war doch gerade ein Versuch und der hat nicht geklappt. Ja. Egal wie unabsichtlich ja, oder blöd du stirbst, das ist. Oh nein, muss ich jetzt wieder den Ring anziehen? Oh, oh stimmt, muss man jedes Mal diese Animation hier machen? Oh, stimmt, ich muss auch jetzt mal warten. Das ist ja silly. Wie silly ist das? Das ist wirklich dumm. Haben Sie das gefixt in Scholar of the First? Entschuldigung, das ist sehr lustig. Bitte was? Im Chat steht, das nennst du Versuch? Ah, hat sich nicht mal als Try qualifiziert, einfach nur First. Also wenn das so ist, Chat, dann können wir immer noch einen First Try machen. Ja, aber ich meine, wenn ich ein Skateboard habe und dann heißt es ja, ich versuche jetzt einen Olli und breche mir dabei sofort beide Knöchel, dann habe ich, also ist. Also versucht halt, und es hat mehr nicht geklappt. Eben, habe ich halt einen Olli versucht, so, deswegen ist halt ich, ja, also. Muss man schon sagen. Der Verband der First Tryer ist empört. 240 Leute gucken übrigens zu, was ich sehr schön finde. Hallo Leute. Ja, hallo, freut mich, dass ihr da seid. Dark Souls 2 im Jahr 2021. Freut mich, dass ihr Dark Souls seid. Nee, oh, Mats, das, nee. Oh, nee, Mats, da muss ich leider auch mich gegenstellen. Sind auch direkt 5 weniger geworden. Das ist du hast ja nicht mal den Doppelboss da gefirst, Trials. Den Doppelboss. Den Doppler. Ornstein 2 und Smaug 2. Schmaug. So nennen wir sie. Na gut, okay, also weißt du da nicht runterfallen. Okay, ich habe auch gar nicht, also, ist ich, ja, okay, da ist eine Klippe, jetzt sehe ich's. Jetzt erkenne ich. Ja, die war aber auch. Ist das eine Klippe? Das ist einfach nur Wasser. Achso, das ist kein Wasser. Ja, und was ist das denn für ein Satz? Ist das eine Klippe? Das ist doch nur Wasser. Naja, eine. Also, muss eine Klippe immer was drunten haben? Ja, also klar, irgendwann kommt ja was. Ja, dann also, noch, Robin, also wie sehr. Ist, wie nennt man denn das? Wie sehr erinnerst du dich noch an den Boss? Ich meine mich zu erinnern. Ich werde es jetzt noch nicht aussprechen. Okay. Aber ich glaube mich zu erinnern, okay. Was das Ding ist. Holy shit! Au! Ja, knapp. Die haben dich ermordet. Die haben dich gefirst-tried. Hallo, ich möchte ein Verbrechen melden. Jesus Christ. Holy shit. Also ich mache ja auch viel Schaden. Du machst wirklich viel Damage. Aber das war schon ein Massaker. So, ziehe ich mal kurz den Ring wieder an, ne? Das ist wirklich so doof. Das ist, wie du jedes Mal mit so Ringen an deinen Händen hantieren musst. Stell dir mal vor, du lässt so hier einen fallen. Ach, scheiße. Ja, fällt da in Gulli und dann stehst du da und bist so, ach, fuck. Ich meine, hier ist es nicht schlimm, hier muss ich ja eh warten, bis es aufgeht. Ja, aber es dürfte eigentlich gar nicht mehr zu sein. Es müsste einfach aufbleiben. Ja, das wäre eine Idee. Vielleicht patchen sie es ein. Ja, schlag mal vor. Wir pitchen die Patchen. Robin hat vorher noch komplett gepatcht alles. Ja, damit wir auch online spielen können, aus Gründen. Nee, ich musste es tatsächlich patchen, weil ich das Spiel mit dem Internet verbinden musste, damit ich auf den Cloud-Safe zugreifen kann. Damit wir hier weiterspielen können. Weil ich habe vorher noch einen Cloud geladen. Ich finde übrigens diesen Gang zum Boss, also wenn wir uns mal vorstellen, das hätte richtiges Lighting, das Spiel, das würde toll aussehen. Ja. Wenn das gut aussehe, sähe das richtig gut aus. Dann stimme ich soweit zu. Das ist exakt mein Punkt, Robin. Dankeschön. Wenn es nicht so scheiße aussehen würde. Dreht mal alle die Helligkeit von euren Bildschirm runter und dann. Macht mal die Augen einfach nur fast ganz zu. Ich meine, look at this, diese Textur. Das ist dann wirklich, geht's. Ja. Mit Lighting könnte man da sehr viel machen. Ja. Danke, Manu, fürs Abo. Wenn es doch nur Lighting hätte. Es ist wirklich ein Spiel, bei dem es so wirkt, als hätte es keins. Außer wenn du halt direkt bei einem Leuchtfeuer sitzt. Ist das eigentlich ein Ei da hinten? Nee. Da ist es ein das Mysterium, das wir noch nicht auflösen können, lieber Mats. Schneeberge. Oh, das war eine gute Hitbox in Dark Souls 2. Das möchte ich betonen. Ich war gerade geduckt, dann hat die über mich drüber geschlagen. Das war äußerst gut und das möchte ich hier loben. Leute, Lob. Ich meine, Mats, anhand der. Hat sie geblockt? Anhand der Namen von den. Vom Boss könntest du ja erschließen, wo wir sind. Warum also, blockt die nicht? Sind Eier. Sind Eier. Exakt. Eye-Watcher. Der Eye-Gucker. Der Eye-Betrascher. Alter, das war eine Hitbox-Installation. Da schon wieder! Was war mehrere das? Gute Hitboxen nacheinander. Das war aus Versehen. Das ist bestimmt einfach nur durchgeklippt. Spiel hat seine Momente.
Ah, ich bin sehr gewonnen. Ich weiß allerdings noch, wie frustrierend ich die fand, als ich die beim ersten Mal bekämpft habe. Ja, also es ist auch einfach super, dass ich Hälfte meiner Lebensenergie habe. Ja, wir sollten mal ein FFG nehmen. Das ist ein super System, was sie sich da ausgedacht haben. Außerdem können wir dann auch invadiert werden. Kannst du die auch an die Klippe locken und wenn er einen Backflip macht, dann klippt er hinunter? Ich glaube nicht. Ja, der bekannte Backflip. Oh! Oh, das war. Ja, was hat er gerade? Was ist denn das? Ist ja wohl ein Backflip. Ist ja wohl ein Backflip, was er macht. Stimmt, ja, du hast völlig recht. Aber ich glaube, er ist auch ein Backflip. Ich glaube, das eine ist. Ich würde ganz sagen, dass das ich kann auch ein Backflip. Sagst du, ich kann keinen Backflip machen? Ich kann sofort einen Backflip machen. Mach mal schnell. Bevor ich leider beide Knöchel verbrochen. Guck mal, zack. Je älter man wird, desto besser ist der Körper dazu in der Lage, spontane Backflips zu ermöglichen. Desto weniger. Weniger und weniger. Der Chat weist sich auch nochmal auf die Heilsteine hin. Oh ja. Der hat langsam im Hintergrund heilen können. Das stimmt. Und die du schneller benutzt als eine Flask. Mhm. Oh, du stehst gefährlich. Der Chat glaubt nicht an meine Backflip. Ich kann noch nicht mal Backflip aussprechen. Von daher. Backflip. Oh! Ah, right. This game is a game. Das ist ja ein Dark Souls-Spiel, scheiße. Ich bin ja gar nicht Kingsfield. Ach Mann. Klingt aber wie nicht so ein gutes Lichtschwert. Klingt wie ein kaputtes bisschen. Lichtschwert, ne? Oh, 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 oh! Kann von einem Lichtschwert eigentlich Batterie ausgehen? Ja, ach ja. Oh. Oh. Das passiert ganz Zeit. Oh. Ja, ja, ja. Die guten Hitbox, ich meine. Das macht es aber für ihn ein bisschen unangenehm. Ah, scheiße. Uno. Scheiße. Fuck off. Uno. Uno. Uno? Uno. Was spielst du denn jetzt? Ja, das rufen sie gerade, weil die mich fast besiegt haben. Ah, guck mal, geht aber wieder aus nach der Zeit. Habe ich hier Steine dabei? Ja, hab ja, ich. Ja, das ist deren Verzauberung. Wieso hast du funktioniert. Denn dein Fernglas ausgerüstet? Wie deine Verzauberung. Ich dachte, was hast du denn jetzt für einen Plan? Ja, was ist der Plan, Robin? Ja, mein Sterben möglichst lange hinauszögern. Du hast das Fernglas immer Fernglas. Noch ausgerüstet. Ah! Interesting. Ja. Das ist eine ganz neue Strategie. Ich muss erstmal die Schwachstelle herausfinden. Ja. So. Ach fuck. Ich glaube, sein Knieschützer ist abgegangen. Das war nicht schlecht, Freunde. Das lief voll gut. Das lief gut. Ja. Dieses Bzzz im Hintergrund. Ja, also so FFG, Robin, FFG? Ja, guck mal, wenn ich jetzt volle Health gehabt hätte, dann hätte ich doch das auch geschafft. Denke ich auch. Das ist in der Tat machbar. Wenn sie mich nicht getroffen hätten, dann leben sie noch heute. Glücklich und zufrieden. Die Fernglasstrategie würde ich nochmal überdenken, aber. Ja, ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich sie nicht richtig erkennen kann. Aber gut, wenn du das die Auflösung weißt. Ist so niedrig. Ich muss erst mal ranzoomen. Wow. Das finde ich aber echt super lustig aus heutiger Perspektive, dass diese ganzen 360 und PS3 Spiele, die ja auch schon mit HD und Full HD geprahlt haben, Full HD war einfach nichts. Du meinst, wie in der letzten Generation mit 4K geworben wurde? Ja, da kann man mit Checkerboarding zumindest näher dran als die 360 und PS4 Generation an Full HD. Dark Souls 2 auf Full HD checkerboardet. Kann man sich einfach mehr Estus Flasks holen? Weil ich hätte natürlich gerne mehr als 6. Na, wir brauchen halt mehr Shards. Ja. Also ich weiß ja überhaupt nicht mehr, welche Shards wir schon haben und welche nicht. Hm. Deswegen. Tom, bist schlecht vorbereitet. Kannst du mal kurz nachgucken in unserem Let's Play. Die PS3-Version von Wipeout HD lief in Full HD, glaube ich. Ich habe es erst neulich gespielt. Es sieht super crisp aus, deswegen würde ich das auch glauben. Aber das waren auch Wizards. 1080i gab es auch noch, ja. Das konnte sogar schon die erste Xbox. Boy. Die allererste Xbox. Oder war es 27i? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 480i. Oh, du, waren Summoning Sign? Mehrere? Ja, nee. Aber guckst du dir doch wenigstens mal. Nee. Da hätte man sind das ja Leute auch aus unserer Community, die hätte man ja sich mal wenigstens angucken können. Aber wie hättest du das anhand des Namens erkannt? Nein, die hätten es uns vielleicht im auswendig. Chat gesagt. Hey, das bin ich. Ja, da habe ich nicht dran gedacht.
Aber ich muss auch, also ich würde hier auch nicht jetzt unmittelbar beschwören. Vielleicht, wenn ich aber Chat, war das einer von euch? Wenn sich keiner meldet, dann hast du alles richtig gemacht, Robin. Okay, keiner melden, bitte. Ah, oh no. Ja, oh, es ist gebrückt. Ah, okay. Und ich fand sehr schön, ich habe heute auch nochmal in die allererste Folge von Dark Souls 2 reingehört und da fabuliert Mats über die Next-Gen-Version von Dark Souls 2, was ja dann die PS4-Version gewesen wäre, die da noch kommt, oder die Xbox One-Version. Die haben wir inzwischen, Mats, aber das Gras am Anfang bewegt sich immer noch nicht mit. Ja, das habe ich gesagt damals. Da erinnere ich mich. Wir haben Spaß, Freunde, wir haben Spaß. Es kann natürlich sein, dass das alles NPCs sind gerade. Ja, Rob, Entschuldigung, ich habe dich gerade gesehen. Ich dachte, du trinkst aus einer Pringles-Dose. Oh, das wäre aber... Oh. Einfach für den Restgeschmack nur noch ein bisschen heißes Wasser in die Pringles. Einmal von Kultur. Kannst du das bitte beim nächsten Mal kommentarlos machen? Ich habe ein bisschen gespuckt. Lecker. Das ist aus dem Augenwinkel, ey. Ah, mein Lieblingswassergeschmack, Paprika. Das ist einer meiner letzten, einer meiner ganz großen Gags aus Switch Reloaded war, was haben sie, ich glaube, irgendwas, so eine Reality Berlin Sache haben sie nachgespielt. Und da ist einfach kommentarlos einer, der am Tisch sitzt und so eine Packung Kakao hat und gibt sich einfach kommentarlos Ketchup da rein und löffelt das dann. Und das passiert so im Hintergrund, als ich das gesehen habe, bin ich einfach gestorben. Also Hintergrund-Gags so ähnlich immer schön. Das sogar. Und in den Kommentaren bei YouTube stand, frisst der bei Minute 3:17 einfach Ketchup mit Kakao. Da ist mir das was aufgefallen, das war toll. damals. Ketchup geht halt auf alles. Klar, also schön Kakao. Schöne Dose Nesquik-Kakao und ordentlich Ketchup rein. Den Curry, den guten Heinzer. Klar, verbinden sich Geschmackswelten. Oh boy. Obwohl, ich überlege gerade, wenn du so eine halbe Dose Pringles hast und dann kippst du da so Brühe rein. Können wir bitte damit aufhören? Ich hasse es jetzt schon. Naja, nee, ich meine, das wird sich ja auflösen. Und dann kann man das ja löffeln. Also, ja, das ist eine Möglichkeit, die besteht. Das ist ja nur Kartoffelpulver. Ich könnte mir auch ein Bein absägen und daran knabbern, aber ich würde es halt nicht machen. Also, Mats, du könntest auch die Pringles-Dose in die Hälfte schneiden, dann kannst du das ablecken, was da noch dran ist. Das geht auch. Was ist falsch mit euch? Naja, ich habe ja, also na, wirklich, Mats scheint ja den Restgeschmack, der will ja alles haben für das, was er bezahlt hat. Aber er hat ja noch die Hälfte drin in den Pringles hier gerade. Ja, aber da kommst du scheiße rein. Ich habe sehr große Hände. Was? Weiß ich, ob man das doch eine Dose. Deswegen machst du da Wasser rein, damit sie nach oben schwimmen. Hast du keine Schüsseln, Schatz? Ich bin wie so eine Krähe, die ein Steinchen irgendwo rein tut. Ja, genau. Wie ein Waschbär. Robin, es tut mir so leid. Ja, alles gut. Es lief so gut. Das ist ein sehr schwerer Boss. Bitte eine Kochshow mit Mats. Ich stelle mir nur gerade vor, gibt's, weil man... Die gibt's, Freunde. Stimmt. Es gibt eine Kochshow mit Mats, bei Ratsherren. Die Bratsherren meinst du? Die Bratsherren. Die Bratanherren, ja. Die Bratsherren. Ob du das Licht anmachen kannst. Also das wird die Qualität des Streams ein bisschen verringern. Aber wenn... Ja, du kannst das Licht anmachen, wenn du ohne nichts sehen musst. Ich mache ein Kochbuch mit Pringles und Wasser. Mehr braucht er nicht. Pringles und Wasser, Freunde, ihr könnt da richtig was rausholen. Schwiegereltern kommen zu Besuch. Du machst quasi aus den Pringles wieder einen Teig. Möchten Sie mit ein Pringles-Wasser haben, Frau? Wir machen mal schön Pringel-Igel. Ihr müsst einfach Pringles in Wasser auflösen, dann das Wasser wieder rausdrücken und dann ein paar Zahnstocher rein. Das müsste noch aber gehen. Du müsstest da noch wieder einen Teig draus machen. Pringel. 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 Hallo. Möchten Sie einen Pringel? Frau Leutnamp. Schönen Dank, Helene. Kann ich einen Pringel anbieten? Du kommst da so an mit deinem selbstgemachten Ja, so ein Mad Eagle noch mit Pringles. Das ist für mich sehr viel Sinn. Diese Lobsaus aufgelöst. Würden Sie einen Pringel haben gerne? Schöne Olivenspieße dazu. Das hebt die Stimmung am Abend. Ein Löffelchen Pringel. Entschuldigung. Der Pringel.
Ah, oh, ich freue mich auf mein Abendbrot. Oh, oh je. Ja, Pringles, ey, da geht einiges. Ah. Man muss der Welt ja auch mal neue Impulse mitgeben, Mats. Ich finde das sehr gut. Nee, man muss auch mal outside der Pringlebox denken. Oh, sehr nice. Schön. Der Tube, bitte. Das heißt Tube. Das ist doch keine Tube. Lieber Tom. Erstmal, also, kein Unterschied zwischen Glocken und Sirenen machen und dann auch noch zwischen dann. Tube und. Ist ja wohl eine Dose. Wirklich Tube. Dann eben Dose. Das ist schön, eine Zahnpasta-Tube gekauft. Ich würde sagen, eine Pringles-Dose hat mehr von einem Fass als von einer Tube. Das kommt mir eigenartig bekannt vor. Wo haben wir schon mal über Fässer geredet? Es kribbelt bei mir irgendwo. Fässer und Kisten. Und Leitern und Treppen? Pringeltangelbob finde ich sehr gut. So heißt das mein Künstlername für die Kochshow. Hallo, ich bin Pringeltangeltop und Bob. Nicht top. Heute gibt's Pringel. Wie gestern auch und übermorgen. Ja, das ist ein neuer Song von Mark Foster. Sorry, ich bin mein Pringel. Gestern auch, heute und morgen. Ich überlege gerade, weil so mit aufgelöster Kartoffelmasse kann man ja viel machen. Also, ja, viel. Naja, Pringel zum Beispiel. Ich habe letztens. Ah, nein, vor, ich bin tot. Shepherd-Pie habe ich gemacht. Oh. Und auf Shepherd. Also eigentlich ist ja auch nur Kartoffelbrei. Ja. Fester Kartoffelbrei. Ja. Oh Robin, wir machen mal Kartoffelbrei, nicht eine Kartoffel? Nicht so fest. Also, wenn du Pringles nimmst und du drückst die richtig, richtig fest zusammen. Hast du wieder eine Kartoffel. Richtig fest, dann hast du wieder eine Kartoffel. Bei Wurst auch. Wenn du die richtig fest zusammendrückst, kommt wieder ein kleines Schweinchen bei raus. Aber nur anteilig. Sehr guter Heal. So ein Pringles-Shake. Ja. Womit würde man ein Pringles-Shake machen? Mit Cola oder? Oh, fuck. Oh, Robin. Oh, holy shit. Da kam es ja gar nicht mehr raus. Damn it. Fuck. Das ist nicht gut. Ja, hat mir gefallen. War schon viel Schönes mit dabei. Es ist halt, du musst halt ein bisschen Glück haben bei dem Boss, weil du musst halt das Glück haben, dass die sich so positionieren, dass du die ein bisschen auseinanderkriegst. Die müssen halt getrennt sein. Wenn du halt nicht Glück hast, wie das gerade, was da passierte, dann greifen die einfach gleichzeitig an und dann sagen sie halt so, hast du mal Bock, nicht mehr hier zu sein? Und dann passiert das. Ach, guck mal, Dopsi, Tom, die Kistenfässer-Diskussion war ein Elmatador. Ja, ich erinnere mich sogar noch, wie das Level aussah, wo wir darüber diskutiert haben. Das hat sich mein Gehirn gebrannt. Aber da war ich doch nicht dabei. Doch. Natürlich. Glaubst du, wir hätten eine Kistenfässer-Diskussion ohne dich, lieber Mats? 2018 war das, Mats. Das ist gar nicht so lange her. Naja. War das vor oder nach 9/11? Schwer zu sagen, Mats. Kisten und... Haben wir El Matador gespielt? Ja, nur kurz. Also kurz im Sinne von nur 2 Minuten, oder... Folgen, glaube ich. Genau. Vielleicht hat er eine Folge. Ich habe also zwei, gab es meinen großartigen Brad Pitt-Joke, der absolut also nicht genug wertgeschätzt wurde. Das würde ich heute mal kurz zusammen. Weiß nicht, ich glaube, das muss man sich angucken. Wirst du mir doch jetzt mal eben hier. Also ich würde erinnere mich in 5 Minuten nochmal dran, ich würde den Leuten zuerst die Möglichkeit geben, den zu erleben. Weißt du? Vielleicht, so wie ich Dopsy kenne, hat er einen eigenen Makro nur für diesen Moment in diesem Let's Play. Im Chat steht. Dann kann er das gleich mal bestimmt verlinken. Im Chat oder jemand anders im Chat. Bestimmt irgendein Zitat. Und dann können die Leute sich diese Stelle erstmal angucken und dann würde ich davon erzählen. Weil das ist, also, da ist so eine Spannungskurve, die da wichtig ist. Apropos Spannungskurve. Kann man doch bestimmt da Anne in den Abgrund lenken. Weiß nicht, geht das, Tom? Weißt du das? Ich bin der Meinung, es geht nicht. Kann sein, dass das Chat vorhin bestätigt oder verneint hat.
Weil der Watcher, der macht diese, ich kann mir diese Backflips da, aber wahrscheinlich cheatet er sich dann da raus, ne? Ja. Ich glaube, die merken ja, das schon, wo sie stehen. Oder so. Oh, Quatsch. Gierig. Das war mutig. Mhm. Danke deinem Blaufuchs für das Abo. Also Muffin glaubt auch nicht, dass es geht. Aber wissen tun wir es dann offensichtlich ja immer noch nicht. Ja, also ab in Abgrund. Ja, dann mache ich das jetzt einfach mal, was? Okay. Alda schreibt einfach nur nein. Eventuell darauf bezogen. Luxius, danke fürs Abo. Und sind ja doch allgemein auf diesen Stream bezogen. Wir wissen es nicht genau. Pazifist fragt, was mit meiner Monster Hunter CD ist, ob man die retten kann. Ich hab's noch nicht probiert, Pazifist. Oh, WD-40. Heißt das Western Digital? Das ist doch eine Festplattenmarke. Achso. Ich hatte kurz gedacht, ich weiß, was das heißt, einfach aus meiner Intuition heraus. Nee, WD-40 ist doch aber. Wie soll mir das denn bei einer Disk helfen? Ich weiß es nicht, da gerade hier. Vielleicht lad sie halt runter als Emulator-Version auf die Western Digital. Also, was heißt denn reinigen dann in dem Fall? Auch, funktioniert das dann auch so, dass die oberste Schicht wegpoliert wird? Oder? Oh no. Weil das ist ja das, keine was man Ahnung, eigentlich. Ich glaube, in irgendeinem komischen Tutorial hätte ich fast gesagt: Lifehack, was man mit WD-40 alles machen kann. Aber ich bin mir halt auch nicht 100% sicher, ob es wirklich an der Disk liegt oder irgendwie noch an meiner PlayStation. Ja, weil ich finde es halt ein ganz schöner Zufall, dass jetzt zweimal, weil ich hatte es mit Yakuza neulich schon mal und jetzt mit Monster Hunter nochmal, zweimal ein PS2-Spiel bei mir nicht funktionierte. Und das hatte ich halt noch nie vorher. Also es ist so eigenartig. Und auch beide Male im Stream ist ziemlich großes Pech. Und ich kann weiß halt Laser nicht, ob das sein. Wirklich die Disks sind, weil die sehen jetzt auch nicht so früh. Was ist denn mit seinen Animationen gerade los? Ja, genau. Der sieht voll betrunken aus. Der sah aus wie Leute in... in Ride to Hell, wenn sie angeschossen werden. Oder Sex haben. Das ist mal ein Pull, Robin. Tatsächlich, bei dieser Community weiß jeder von den 230 Leuten, die gerade zuschauen, was gemeint ist. Ah, now, oh shit. Oh. Oh, wow. Oh, fuck. Oh! Okay, ja, nicht schlecht. Damn. Wenn Corona nicht wäre, Tom, würde ich sagen, komm vorbei, wir schrauben deine Playstation auf und machen die mal richtig sauber. Das ist ja Amelies Playstation, Mats. Das ist ja warum Amelies geht die denn nicht mehr? Hast du sie kaputt gemacht? Nein, so, jetzt, sie geht jetzt doch noch. Wird mal Rechtsmittel werden eingelegt. Wenn sie das rauskriegt, und die ist hier im Stream rum. Also, das habe ich auch schon im Stream gesagt. Es sind nur die zwei Discs, die nicht gehen. Das ist Amelies Playstation 2 Stream. Wie hast du denn ausprobiert von deinen sagen, ganzen... Die 10 Discs gehen nicht. Prozentual. Und sie fragt mich, soll ich die weggeben? Willst du die haben? Ich sag, nee, gib mal weg, dann kriegt sie der Tom. Was macht der Tom? Du weißt, das ist die Lieblings-PS2 meiner Urgroßoma gewesen. Von Onkel Jim. Robin! Herzlichen Glückwunsch. Wow. War jetzt der vierte Versuch oder was, ne? Ich glaube der zweite. Ich glaube fünfter, irgendwie sowas. Ich glaube der zweite. Ich habe auch im Gefühl, war es eigentlich der richtige erste. Ja, also ich bin da sehr zufrieden mit. Das ist so ein Boss, wo man gerne mal lange setzen kann. Ja, also das ich habe hier länger gesessen bei meinem ersten Versuch. Jetzt geht's ins Ei. Nee. Also, um das mal kurz zu sagen, auszusprechen, man muss die gleichzeitig besiegen. Wenn man einem die Energie runter, zumindest wenn ich richtig Erinnerungen habe, Tom, wenn man einem die Energie runterhaut und dann der andere zu lange lebt danach, ein paar Sekunden, wird der andere wieder belebt. Deswegen muss man die. Ich glaube auch mit vollem Leben. Ja. Oder, Chat? Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber jetzt kann ich hier noch gar nicht mehr machen als das. Nee, genau, weil. Das ist ja assi. Weil uns hier noch was fehlt. Aber dafür habe ich jetzt 68.000 Seelen. Das sind sehr, ja. Sind guck mal zwei, nach oben gerade, also ein bisschen so. Na, also nee, das ist zu weit. Das ist jetzt wieder ungünstig, aber also ja. Ich kann's mir so vorstellen. Ja, natürlich. Ich sehe das Artwork. Ja, oh, danke, Hollow. Genau ist das Zufall. Also, danke, Hollow. Das ist ein finaler Weg, auf jeden Fall. Ich sehe das Artwork, finde ich, ist super. Ich glaube, kann mal jemand googeln von euch beiden, wie das in Scholar of the First Sin aussah? Ich kann mir vorstellen, dass da auch besser aussah. Ohne dass die jetzt. Das Scholar haben ja aber auch kein so richtiges Lighting. Nee, genau, aber ich meinte, also ich glaube, du kannst einfach mit ein bisschen manueller Nachbearbeitung. Wie heißt das hier, wo wir sind? Throne of Wand, ne? Throne of Wand ist das. Also ich weiß es nicht, ich könnte mir nur vorstellen. Du kannst mir vorstellen. Können wir vorstellen, wissen Sie?
Guck mal, zwei Bosse besiegt. Also ich muss sagen, ich habe heute mit nichts gerechnet hier. Ey, das ist mehr, als wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben. Ja. Es sieht tatsächlich nicht so viel anders aus, Robin. Das ist halt ein bisschen dunkler. Ja. Man sieht jetzt nicht zum Beispiel sofort hinten die Textur vom Thron. Aber das ist schon mal ganz gut. Das ist ein kleines Notpflaster, ja, also auf der besser, Fleischwunde. Besser, aber noch nicht so, wie es, glaube ich, auf dem Artwork aussah. Ja, nee, das ist so eine Frage nicht. Ach. Okay, wo ging's denn jetzt? Weil wir müssen. Mal kurz raus. Ich würde mal ganz kurz eine Toilettenpause machen. Yep. Ich bin aber in einer Minute. Okay. Wir müssen ja. Wir müssen doch zu Aldias Keep jetzt, oder nicht? Wegen den Drachen. Oder irre ich mich? Und zu den Erinnerungen. Tom, da würde ich dir gerne etwas sagen, aber. Es gibt noch 2 Türen. Genau, und ist die eine nicht, wenn man den Weg bei von Majula aus weggeht? Oh Gott, das ist so lange her. Es sind doch aus den Shaded Woods kommst du zu Aldia. Ja, genau, Muffin. Wann also ist denn das überhaupt? Müssen wir dahin, okay. Dark. Dann machen wir doch das als nächstes, oder Chat? Aldias Keep. Das hat auch so einen Moment, der in einem Trailer oder in einem der ersten Gameplay-Videos richtig geil aussah. Und der auch immer noch cool ist, aber genau, diese Viererkreuzung, ja. Von der kommt man auch zum Dragon Lake Castle, aber auch zu Aldia. Okay. Dass Bewertung für dieses Spiel so hoch waren, ey. Ja, also ich habe dem eine 90 gegeben. Wir haben ja tatsächlich damals, haben ja Tobi und ich glaube Robin war es auch. Oder Leo, nee, Tobi und Leo waren es, glaube ich, die das gleichzeitig gespielt haben. Und ich glaube, wir haben dem am Ende, jeder von uns hat quasi 9 von 10 gegeben und wir haben dem Spiel am Ende 27 von 10 gegeben. Ach so, ja, wegen Mathematik, ich verstehe. Also es war halt einfach ein Gag. Aber das Ding ist, der Kontext, in dem ich Dark Souls 2 erlebt habe, war ja der, dass ich das auf einer Debug-Konsole gespielt habe, vor Release, zu großen Teilen zumindest, ohne dass ich weder Kollegen hatte, noch irgendwie das Internet, was mir hätte helfen können. Also ich habe auch wirklich an Stellen festgesteckt und wusste nicht weiter. Und diese sehr isolierte Erfahrung, das war ja das erste Mal, dass ich einen Dark Souls wirklich für mich erlebe. Vorher hatte ich ja die Nasen Leo und Robin an meiner Seite. Und diese erste Erfahrung, die war super toll. Also ich fand dieses Spiel richtig, richtig großartig. Und jetzt im Nachhinein erkenne ich natürlich auch ein bisschen mehr und hätte ich damals auch mehr erkennen sollen, die Schwächen dieses Spiels. Ich glaube auch nicht mehr, dass es eine 9 von 10 ist. Aber ich finde es auch nicht so. Eine 27 von 10. Aber ich finde es halt auch nicht mehr. Ich finde es halt auch nicht so scheiße, wie es oft bezeichnet wird. Weil es gibt ja einen Teil der Souls-Community, die wirklich Dark Souls 2 einfach komplett so zur Seite schieben, das hat nix und so. Das finde ich halt übertrieben. Ich habe auch gerade bei Metacritic nochmal geguckt, also das ist allgemein immer noch sehr. Also ist eine okaye 6 von 10 Dark Souls 2. Ja, genau wie damals auch bei Giga. Hätten wir alle 6 von 10 gegeben, wäre es immer noch eine 18 von 10 gewesen. Ey, das System ist perfekt. Ja, ne? Es ist wirklich gut, so war noch immer Giga Games. Also Robin, wir müssen jetzt zu den Shaded Woods. Wir gehen zu Aldias Keep. Dark. Alles klar. Souls. Ach, das gab's auch im Ursprung. Wir haben gar nicht sicher, ob das ein Scholar-Gebiet dann ist. Na, Aldia, den Charakter gab's ja schon vorher. Er wurde dann nur erweitert in Scholar. Bei Giga Games erstmal eine schöne Dark Souls 2-Demo. So, ich weiß nicht, ob wir Shaded Woods irgendwo haben oder zumindest diese Kreuzung. Ist Huntman Corpse, Rechts unten. Rechts unten. Nee. Ach so, das da. Ja. Genau, und zwar. Chat, wir müssen zum mittleren Bonfire, oder? Ich will nur double checken. Das sieht richtig für mich aus. Ich will nur double checken. Das stimmt. Aber wir hatten ja gerade Leute, die sich auskennen. Muffin schreibt ja, okay. Okay. Dankeschön, Muffin. Wusste ich doch, dass ich Klonoa richtig reingeschnitten habe ins Video heute. Dark. Ins nächste Video kommen gleich 2 Klonoa-Spiele. Tools. Green Man, danke fürs Abo. Was machst du gerade im Watz? Ich lese mir Reviews. Action-Adventure-Spiel von Dark Souls 2 von 2012 auf Giga Games durch. Oh. Oh, hier ist der ausführliche Dark Souls 2-Test. Wer hat den denn gemacht? Tobias Heidemann, na.
Dark Souls 2 ist ein besonderes Spiel. Eigentlich habe ich den auch gemacht, oder? Den Haupttest. Ja, dann hat er das für sich. Ja, aber es, also vielleicht ist das auch durch das es wurde ja so oft geändert worden. Bei mir sind auch viele Artikel, die ich geschrieben habe, die jetzt anderen Leuten gehören. So, nee, ich glaube, hier ist falsch. Ich glaube, wir müssen jetzt rechts. Ja, genau. Hier. Ich glaube, da. Hier, ne? Ich glaube schon. Wenn nicht, sagt uns der Chat sicherlich nein. Ja, ja, doch. Hier hatten wir das Hodengespräch übrigens. Genau an dieser Stelle. Ja, wir hatten ein Hoden-Badewannengespräch, glaube ich. Ich weiß nicht mehr exakt, was es war, aber wir haben über Hoden gesprochen. Da ging es darum, dass wenn du viel badest, das schlecht für deine Spermien ist, nicht wahr? Ja, und ich glaube, also ich habe gerade diese Ecke hier gesehen, exakt die, und da hat es das getriggert. Also ich weiß nicht, ob das korrekt abgespeichert wurde. Aber ich glaube, weil der so aussieht wie Hoden. Wie so verkrüppelte Hoden. Doch, ja, natürlich. Guck mal, da haben sie doch, ja. Ich weiß nicht, warum wir da auf Hoden gekommen sind. Das hat sich in den Kopf gebrannt. Unter anderem. Ja, hier gibt's die berühmte Invisible Wall Stelle, wo man absolut nicht vorbeikommt als Normalsterblicher, sondern man muss erst alle sehen haben. Aber haben wir die dann jetzt alle? Ja, müssen wir. Da kommt man nicht vorbei. Weil hier braucht man doch nicht das King's Seal, sondern einfach die ganzen Seelen. Oder nee, es war entweder so viele Seelen oder das King's Seal. Hier ist das DLC Gebiet. Nee, auch. Hier. Auch. Ach so. Okay. Aber du kannst das examinen, wir haben den DLC doch gar nicht. Ja, ja, aber also deswegen habe ich es doch nicht examined, weil wofür? Na, aber guck's doch mal an, ist da das kommt nicht Jimmy einfach... Blue. Was ist das denn dann? Einfach nur, ich glaube, die sagen einfach nur, ja. Oh. Okay. Huch. Haben wir doch den DLC, Robin? Oh no. Ihr seid falsch abgebogen. Ja, wir sind auf dem Weg zum Schloss. Ach so, okay. Also erstmal sind wir wieder ganz so. Jetzt sind wir doch im. Sind wir jetzt. Wieso haben wir denn doch den DLC, Robin? Hä? Haben wir das jetzt nicht gesehen oder was? Scheinbar habe ich den DLC. I don't know. Naja, ich habe Robin, ihr müsst wissen, ich habe Robin vorher mal im Chat gefragt, ob wir den DLC hatten auf der 360 und Robin meinte nein. In den DLC kann man generell, schreibt Aaron. In den Anfangsraum kommt man immer. Damit man im Multiplayer. Also, das heißt, das ist nicht der DLC, sondern es ist einfach der Raum zum DLC? Nee. Genau. Okay, also dann müsst ihr mal sagen, wo wir sonst jetzt lang müssen. Also wir sind einfach nur falsch abgebogen. Wir müssen, glaube ich, da, wo du ganz am Anfang wolltest, gerade durch. Okay, sorry, Chat. Es ist lange her. Tut uns leid. Aber danke für die Hilfe. Das ist der DLC BRXDX. Das ist der Ice Crown King. Ivy Crown King DLC. Das muss man mal sagen. Der finale Boss davon ist einer der coolsten Souls-Momente, finde ich. Ich finde, die DLCs haben generell die Qualität sehr. Es kommt aber, also ich. Ich finde den ersten DLC noch nicht so toll, den mit den, also den Fume Knight, das ist ein cooler Boss, aber das Gebiet finde ich nicht so toll. Das vom Sunken King mag ich aber sehr gern und das vom Ivory King auch. Allein schon dieses Anfangs, wenn du zum Ivory King reinkommst und du siehst diese Mauer und dieses vereiste Tor, das sieht so toll aus. Genau, also das habe ich ein Video zu gemacht. Nee. Das habe ich selbst auch nicht, also ich habe den letzten DLC, den Ice-DLC, dann aufgehört, weil der mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Also richtig gut hat mir, glaube ich, auch nur der, was war es? Es gibt Ivory, es gibt... Zanken, gibt es noch. Ja, genau, den Zanken. Das war der eine, den ich so richtig gut fand, glaube ich. Der Zanken. Ja, der Drache war auch super cool. Also ist es jetzt da lang? Nee, da geht es zum Shaded Woods, ich glaube hier lang. Okay. Wie gesagt, wenn nicht, wird uns Chat schon bricheln. Ja, Mitte, genau. Weil hier müsstest du wieder den Ring anziehen, weil hier müsste eigentlich gleich das Tor kommen. Dieser eine Baum, den sie hingestellt haben. Sieht aus wie dieser eine Schlossplatz in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Aber der ist doch gepflanzt, guck mal. Das ist Storytelling, das ist... Das ist Storytelling. Mr. Gesellenstück schaut gerade nochmal Dark Souls 1 Run, sehr schön. Ja, ich glaube, ich bin auch kurz davor, mir das nochmal anzugucken, weil das ist halt völlig neu für mich auch komplett. Das ist ja bei mir, glaube ich, genauso. Da haben wir ja wirklich noch oft getauscht. Also da habe ja nicht nur ich gespielt, da hast ja auch ganz oft du gespielt oder Leo. Und ich fand es einfach nur grottig die meiste Zeit. Ich weiß in der Vergangenheit, jedes Mal, wenn ich es mir nochmal angeschaut habe, wusste ich wieder, warum ich es so grottig fand.
Warum? Wegen euch. Wow. Das ist halt so ein Blödsinn. Ich war nicht dabei. Aber stimmt, also, die Geschichte kenne ich. Die Geschichte kenne ich, doch, doch. Wann, also ich war wirklich ich kann mich ja nichts erinnern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht einfach deswegen guckst du dir doch einfach nochmal an. Wir waren auch sicherlich einfach supportive. Ihr wart mega supportive. Das siehst du ja dann. Du bist einfach gestorben und warst deswegen salty. Ja. So. Ich dachte, du sagst, es ist einfach schlecht gespielt und deswegen... Das auch. Also es war auch schlecht gespielt, aber... Aber? Das will ich gar nicht sagen. Was ist das denn? Ich erkenne gar nicht, was das sind. Wirklich, ich erkenne es auch nicht. Was sind die? Ich glaube, Nebelhunde, Schweine. Das sind Geräusche, hört sich an, als ob die aus irgendeinem SNES-Spiel kommen. Aus dem SNES? What? Ja, oder? Das ist so... Diese Zapp-Geräusche sind so unpassend. Zack. Oh, zwei auf einmal, Robin. Oder versuchst du Frieden? Bring ihn um. Nee, doch nicht. Ich finde Boss gerade, die sie etabliert hat. Das finde ich gerade aber irgendwie ein bisschen stimmungsvoll. Also ich weiß auch nicht, was da los ist, oder? Ja, das ist ja auch, wie gesagt, ja. Neues Nighting. Das wäre mal ein Spiel, was so ein... Nein. Also ist es halt so traurig. Ich will die ganze Zeit sagen, das bräuchte mal ein Remaster, aber es hat halt eins. Aber das hat nicht das gemacht, was ich gerne hätte. Wo war denn... Ach nee, das war im ersten Teil. Wie war das denn jetzt bei dir? Lass mal durchgehen. Dark Souls 1 hattest du selbst auch mal durchgespielt, oder? Je, warte mal, ich hab's auf der PlayStation 3 dann irgendwann mal... Also, ich glaube nicht durch. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich da nicht mehr ans Ende erinnern. Ich erinnere mich an viele Orte. Okay, dann sagen wir mal, du hast es ausführlich gespielt, aber nicht durch. Ja, und auf der Switch habe ich es dann auch noch mal ein Stück weit gespielt. Mhm. Da haben wir auf der Zugfahrt, als wir damals da zum... Das stimmt, ja. Ja, da erinnere ich mich. Da war was. Oh, Bloodborne. So, Bloodborne-Moment. Ja, ich erinnere mich. Ich habe wegen der kutschenden Wackel, wollte ich sagen, habe ich gewartet, aber dann kam auch ein Phantom. Hallo, Herr. Das ist jetzt irgendwie der Bruder oder so von Lucatiel, wie war das? Ja, Myrra ist irgendjemand. Na, Lucatiel auf Myrra gab es schon mal. Myrra ist ein Ort. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Oh nein, ich habe wegen. Fuck, it's bad. Ja, Bruder. Ja, siehst du. Dass manchmal noch so Fetzen drinstecken, finde ich. Oh, verrückt. Das ist. Backsteps. Ausweichbare Backsteps. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ja. Ach. Oh, doch. Ja, die Backsteps sehen hier sind so weird, weil du erst ihnen so eins überbrätst und danach kommt er eigentlich. Überanimiert. Naja, sind auch wirklich so zwei Stufen. Das ist so komisch. Mhm. Ja, genau. Und der erste Schlag muss halt treffen. Genau. Ansonsten gibt es kein Backstep. Oh, schön. Frame Trap. Was ist das für eine Musikrichtung? Ei. Nice. Ja, ich gehe mit der Jugend. Mit dem sein Flow. Lass das. Die haben da Spaß. Oh. So, also genau, Dark Souls. Oh ja, das hier mag ich sehr gerne. Guck mal ein bisschen nach oben. Das ist halt der große Raum. Das war ja das große beim Dark Souls 2 Reveal, der Raum, den man da gesehen hat auch, ne? Ja, geh mal einen Schritt nach vorn. Warum? Was willst du? Ja, viel besser. Geh mal noch einen Schritt nach vorn. Achso, du willst das der, ja. Oh. Ja, das ist ganz cool. Ich glaube, ein bisschen aufpassen musst du schon, Robin. Oh, wow. Hey, du? Ja. Oh, ich lebe noch. Oh, wow, du lebst noch. What the fuck? Und dann verschwindet es. Ja, das ist hier verschwindet, ist super schade. Trotzdem, cooler Robin. Well played, Robin, well played. Das war First ja drei. Das war dem Boss gelegt. Ich dachte mir gerade, als du da standest, weiß er jetzt, dass das Viech aber nach vorne schnellt und Schaden macht? Nee. Und wenn doch, hat er nicht besonders gut reagiert. Dieser Raum sah halt unglaublich geil aus in diesem ersten Trailer. Das stimmt. Sehr, sehr stimmungsvoll mit den Lichtseffekten und sowas. Das ist hier sehr anders. Das schwingt halt immer mit bei dem Spiel, dass wir das Potenzial gesehen haben von der Atmosphäre, die dieses Spiel hätte haben können. Und dass das dann auch mit der Next-Gen-Version nicht entfesselt wurde, ist sehr, sehr schade. Ach, das gibt's gar nicht in Scholar of the First Sin. Guck mal, vielleicht habe ich das mit deswegen so erschrocken. Wieso denn nicht? Ernsthaft?
Das Event fehlte, glaube ich, in Scholar. Warum? Why? Lass ich hier nicht irgendeinen Dark Phantom raus, wenn ich den ziehe? Da irgendwie, ich erinnere mich an irgendwie sowas. Also irgendwas hier gab es ja, ich erinnere mich auch. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau wie. Du kannst ja auch die Messer durchspielen. Ich stehe jetzt, glaube ich, auch Pullback. Genau, ja, mach das mal nicht. Nee, da sollst du es pullen. Zurückpullen. Den Schalter. Naja, ich glaube, irgendwo ist hier ein Gefangener, den man dann freilässt. Not sure. Nee, es gibt hier so einen Mage, glaube ich. Dass der wieder verschwindet, ist ja aber wirklich, also ich bitte dich. Ja, das ist, ne? Ja, das ist albern. Das wäre so cool, wenn das halt wirklich da gelegen hätte. Geht auch so schnell. Also es liegt ja wirklich kaum still. Ja. Schon ist es verschwunden. Und dann hätte man ja auch, wenn es schon verschwindet, hätte es ja auch eine tolle Animation sein können oder so, dass du dann verstehst, okay, es ist ein Zauber oder so. In der Tat. Also von allen Möglichkeiten war das wirklich einfach die schlechteste. Das habe ich irgendwie auch Man macht mit dem Schalter wirklich die Nebelwand weg. Da kommt dann ein Gegner raus. Gibt's das, also hat es irgendeinen Vorteil, warum ich das dann trotzdem machen sollte? Ist dahinter irgendwas? Oder wie, was sollte ich da machen? Ich weiß nicht mehr. Das hier ist auch cool. Nice. Es funktioniert besser, cool, wenn du gerade rauf guckst. Ach so, sorry. Weil der Effekt ein bisschen weird ist. Wow, ist der gebuggt? Gesehen. Robin, ist der gebuggt? I don't know. Nee, er wartet nur. Nee, wirklich, wenn du jetzt nichts machen würdest, würde er irgendwas machen? Okay, er hat nur eine Weile gebraucht. Habt ihr gesehen, wie er schon komplett, hat sich eigentlich schon 180 Grad gedreht, ich konnte ihn nur backstabben. Weil du sehr gut bist. Komm doch. In Scholar kann man die Animation auch triggern, allerdings macht es keinen Sinn mehr, dahin zurückzugehen, um das zu sehen. Ach so. Okay, zweimal denselben Kram ist auch ein bisschen lame. Du kannst durch die Nebelwand mit ihm reden, glaube ich. Warum spielt man hier Dark Souls 2? Ja, das ist. Da haben wir keine Antwort drauf, sorry. So, ja. Manchmal ist es ja so, dass dann Leute das Spiel, weil gerade irgendwie was angekündigt wurde und man kriegt das gar nicht so richtig mit und denkt so, warum neues Dark Souls vielleicht? Aber. Ja. Nee. Also, die Geschichte kann man ja erzählen. Wir haben letzte Woche. Also, das geht einfach übrigens mit all diesen Gegnern scheinbar. Das ist ja strange. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich hier an ganz normale Kämpfer erinnern. Das Ding ist, Mats und ich hatten letzte Woche zu Ostern so eine kleine Shiny-Hand gemacht in Pokémon. Und da kam irgendwann auch Robin dazu und das war im Wesentlichen eher so ein Podcast. Wir haben vielleicht keine Scheine. Und irgendwie kam dann auch Dark Souls 2 zur Sprache und da war Robin auch noch im Chat. Oh. Und Dark Souls 2 war in meinem Kopf immer so drin als etwas, ne, ich hatte da schon Lust drauf, bei Mats ist immer schwierig mit der Zeit und Robin wollte halt nicht so wirklich. Und jetzt ich habe keine Erinnerung dran, wirklich aktiv gesagt zu sagen nein, aber ich schon. Ich akzeptiere diesen Vorwurf. Na, ich glaube, also das war, glaube ich, einfach dann, wo du das Spiel dann auch durchhattest und ich glaube, da hattest du einfach nicht mehr so viel Lust auf Dark Souls 2, was ja auch okay ist. Ja, also. Das ergibt Sinn. Unmittelbar danach. Und jetzt ist Sinn. Ja, nach so ein paar Jahren kann sich das schon mal wieder ändern. Ist der Northern Ritual Band. Irgendwas mit Magic? Da war. Increase Spell Uses, ja. Sonst ist ja nichts. Na gut. Ist jetzt diese komischen Knurrgeräusche weg da? Knurrgeräusche? Ja, da war irgendwie sowas. Also da in der Ecke bei den Spiegeln. Dachte ich, hört aber. Ah ja, ich höre es. Ich glaube, das ist über uns, weil über uns noch eine Ebene ist. Knurrgeräusche? Auch eine. Ja, ich hab's auch. Es war ganz leise mit uns so ein. Ja, genau. So ein Viech, was so rumknabbert. Ich habe jetzt nicht in den Chat geguckt, nachdem ich gefragt habe, ob ich den Hebel betätigen sollte, trotzdem, ob das einen Vorteil hat. Hat das jemand von euch gelesen, zufällig? Nee. Wenn ich könnte das nochmal also beantworten. Halt durch den Nebel. Oh, musste man hier echt so ein Ding benutzen? Look at this Nilpferd, man. Kann mich gar nicht dran erinnern. Haben wir einen? Fragrant Bench of Yore. Wenn er jetzt gleich sagt nein. Ja, wir haben einen, gut. Das gab es sehr oft in Scholar. Das war tatsächlich etwas sehr Nerviges. Es gab in Scholar überall diese Statuen, für die man diese Branches benutzen musste. Wenn Robin sich hasst, kann er den Hebel umlegen. Entschuldigung? Wenn Robin sich hasst, kann er den Hebel umlegen. Okay, du lässt einen Massenmörder frei. Ja, es kommt nur der Typ raus. Weil das wusste ich ja, ich wusste nur nicht, ob da noch was passiert. Man wird halt ständig invaded, okay. Nee, also dann eher nicht. Nee, pass auf, die können diese wunderbare, diese Plumpsattacke. Die sind toll. Okay, jetzt wird's ein bisschen. Na, einmal noch vielleicht, okay.
Na, Robin baitet das schon ganz gut. Jetzt habe ich das Knurren auch gehört. Ja, es ist so hinten in meinen Ohren. Das ist ein bisschen unangenehm. Milchknecht, danke fürs Abo. Milchknecht? Tatsächlich. Naja, holy shit. Aua, 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 Robin. Diese Punches willst du nicht abbekommen. Nee, wirklich nicht. Dead Ass auf der anderen Seite. Man fokussiert sich auf die richtigen Dinge. Ich gehe so auch gegen meine Feinde vor. Warne euch. Es gibt einen ganzen Summon in Knight's Contract, der diesen Move macht. Yeah. Falls ihr mehr Hintern bei Time to 3 wollt, schaut euch Knight's Contract an. Alright. Das habe ich komplett vergessen. Das ist einfach nur ein großes Curse-Ding. Ja. Och, und das macht ist ja eingepfecht, da passiert nichts. Hate that for me. Aber das ist hier ja auch so ein laborartiges Gebäude, in dem wir sind, wo so Experimente gemacht wurden. Ach so, stimmt, der Half-Life 2 Witz, Jörmatz. Die Chance, den anzugucken. Und der Witz war, dass wir in einem Treppenhaus unterwegs waren und wir dann schon Progress gemacht haben und so, und dann war da so eine Kiste, die ich kaputt gemacht habe, wo dann halt, die dann halt in seine Einzelteile zerflog, und dann habe ich mir eines dieser Einzelteile genommen und bin dann einen nicht unbeträchtlichen Weg wieder auch mal zurückgelaufen, bis in dieses Treppenhaus, habe dort einen Teil dieser Kiste, dieses Treppenhaus von ganz oben runtergeworfen in der Mitte, und habe dann gesagt, guck mal, das ist eine Brad Pitt. Weil das ein Brett war, dass ich dieses Loch untergeworfen habe. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein unglaublich guter Witz. Und wie er dort dargestellt ist, da würde ich eine Show auf Sat 1 für bekommen. Allein für diesen Witz. Ist alles, was ich sage. Hast du eine Show auf Sat 1? Nein, aber das liegt, aber die Schuld schiebe ich völlig Sat 1 in die Schuhe, ganz ehrlich. Luke Mockridge präsentiert. Oh no. How dare you? Oh no. Nein. Please don't. Da gibt's gerade diverse Vorwürfe, ich möchte mich von Luke Mockridge distanzieren ausdrücklich. Kämpfer 92, danke fürs Abo. So, greife ich den jetzt an? Guck mal, das Branch war verschwendet. Ja, na gut, aber dann danke, dass du mich da nochmal... sind wir gerade so weit unten gewesen, dass wir den Ogre gar nicht hätten aufwecken müssen? Ja, stimmt, wir hätten außen rumlaufen können, Oh, well. Ein Pokémon. Pull, do it. Ja, muss ich ja. Müssen wir, glaube ich, auch. Ach, ich. Das muss einfach Spaß machen, oder? Bitte? Das muss Spaß machen, einfach so. Ja, super. Wenn ich das meine Wohnung integrieren könnte, würde ich es tun. Guck mal, jetzt können wir mal endlich. Jetzt kommt gleich der epische Moment. Das war nicht, dass ich es nicht machen wollte. Ah. Hast du gerade eine Estus verfasst? Ja, ich wollte das Fernglas benutzen, aber habe ich nicht. Achtung, Epic. Ich erinnere mich nicht, ehrlich gesagt. Nee, es passiert auch nicht das, was ich dachte, was passiert. Meine Definition ist merkwürdig. Ist das irgendwie falsch in Erinnerung? Ja. Hä? War episch. Ging hier nicht die Fackeln an, Chat? War so im Trailer? Ja, das war der Trailer wieder. Wow, Tom. Ja, ne, manchmal funktioniert Erinnerung halt so, dass so Sachen zusammengepuzzelt werden und dann... Achtung. Oh, das hier ist richtig fies. Scroller konnte man die Fackel anzünden. Das gelbe Zeug ist fies, gell? Haltbarkeit. Mhm. Ach, nö. Ja, aber das sind ja auch nur Items. I don't care. Ja, wenn du könntest dich halt ausziehen und dann dir die Items holen. Ja, oder ich renn weg. Ist die andere Reise. Oder die Möglichkeit. Warum steht hier überall hier New Cola? Was ist das? Ja, wir sind hier in so einem Experimentiergebiet. Ah. Ey, kann ich hier mal ran, bitte? Hallo, Frau, ich sehe genau, was Sie vorhaben. Guck mal, hier ist eine Treppe und hier ist ein Hebel, wo ich sage, guck mal, den kann ich noch nicht mal von der Hand aus. Naja, laufen wir weiter. Strange. Ja, wie eigenartig das Gebiet gerade wirkt. Ja, es wirkt einfach alles buggy und falsch. Das es fing aber irgendwie ganz gut, also fing gut an, so bevor es anfing. Ja, also wie cool auch das Konzept ist mit den Käfigen und den Monstern und so, das mag ich ja eigentlich. Weil die reagieren ja noch nicht mal auf dich. Mhm. Nee, das ist gerade wirklich, als wären wir in so einer Alpha-Version. Ja, wir sollten gar nicht hier sein.
Da konnte man so einen Stein reinsetzen und dann ging das Licht an. Oh, oh hey. Ich habe keinen Schaden genommen von dem. Hast du gehört, Robin, wenn du diesen Ferrostone da benutzen würdest an der einen Stelle, würde Licht angehen? Ja. Ach so, okay. Könnten wir noch machen. Ich versuche mal kurz wegzurennen. Ich glaube, hier gab es auch noch einen zweiten Ogre. Weil ich hoffe, dass hier irgendwo vielleicht gleich mal ein Feuer ist. Weil ich war ja seit Ich glaube, hier ist kein Stunden. Feuer. That's great. Ist hier ein Feuertipp? Oh, und ich glaube, wenn, dann kommt's gleich noch. Oder? Hinter der Wand. Hinter einer Wand. Ist jetzt, ein Feuer? Jetzt. Oh, Feuer, die hinter Wänden versteckt sind. Das war eine gute Erfindung. Der Raum neben Treppe, halbe Höhe. Oh, ja, Robin, Hidden Wall. Robin. Am Feuer seid ihr schon vorbei. Bei der Treppe runter zum Gas. Ach so. Also war ich gerade. Oh, pass auf, Robin, pass auf, Robin. Ah. Knapp alles, ne? Ja, so grundsätzlich, ja. Ja, ich sehe auch so. Die letzten zwei Jahre waren so knapp. Ja, Problem ist, jetzt ist hier so ein dicker Troll, der. Da kannst du vorbei huschen. Vielleicht kann ich hier lang. Ja, vorbei huschen oder besiegen. Die sind ja recht langsam. Ich habe keine Estus-Pflaster, man möchte ungern die ganzen Steine verschwenden, weißt du? Das stimmt. Könnten uns aber auch einfach mal welche kaufen. Ach, fuck. Ich hätte gehofft. Aber dafür muss ich erstmal das Feuer. Nicht gegengehauen hast, gegen die eine macht mich irgendwie kribbelig. Ach so, Entschuldigung, mach ich sofort. Aber, also. Was gegen welche? Die da. Ach so. Ich glaube, ich muss auch A drücken in diesem Spiel, gar nicht. Ach ja, das war ja was. Ich glaube, es gab beides, oder? Ich glaube, es war hier ein A drücken. Was nur A drücken? Meine Erinnerung nach schon, aber vielleicht irre ich mich auch. Was lustig ist, weil das ist ja wirklich so ein Kingsfield-Ding, dass du A drückst bei den Dingern. Das ist nicht eher X. Und Natoshi Sin, der ja auch kommt drauf an, auf welcher Plattform, und wir spielen es ja wohl gerade auf Xbox, der ja das hier mit als Supervisor oder so mitgemacht hat, weiß ich gar nicht, welche Rolle er genau hatte, aber der hat ja auch maßgeblich an Kingsfield mitgearbeitet. Hier ist jetzt eine Wand. Halbe Höhe, halbe Höhe. Hier müsste es sein. Hier? Ja. Alter, wow. Wirklich. Amazing. Amazing. Warum macht man sowas? Ich finde, man wird mit einem schönen Raum belohnt. Danke für die Info, aber das ist wirklich Trash. Das war's dann, aber das war's in 1 auch schon. Das will ich betonen. Ja, danke schön, Chat, das ist sehr angenehm. Oh, danke, wirklich. So, wollen wir das mit dem Pharaoh mal probieren, mit dem Pharaoh's Lock? Mit dem, ja, sure. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Konnte man das Bonfire hören? Das ist eine gute Frage. Dass man da vorbeigeht und denkt sich... Also ich konnte jetzt nichts hören, aber vielleicht, wenn man genauer hingehört hätte. Das wäre cool. Das wäre die letzte Möglichkeit. Ich staune ehrlich gesagt, dass wir diese Items alle haben. Ach, das ist der Moment, jawohl. Ja, das funktioniert sogar noch halbwegs. Das funktioniert sogar noch halbwegs. Es gibt sogar Geräusche. Aber das hier ist immer noch. Ja, ich glaube, du kannst dagegen schlagen. Ja. Ah. Nee, schlagen. Sehr gut, Max. Was? Muss ich kurz überlegen. Ja, ich weiß, habe ich gemerkt. Ich war auch noch, aber habe ich nicht verstanden. Kann man es vielleicht erklären? Es war kurz eine gute Stille. Nö, ich finde, man muss auch nicht alles. Weil ich A gesagt habe, hast du nee, schlagen gesagt? Das verstehe ich nicht. Ja, ja. Das du hast es gerade erklärt und du verstehst es nicht? Ich habe A gesagt und gesagt, nee, schlagen. Ja. Und worüber haben wir uns gerade unterhalten? Auf das Bild zu schlagen. Bisschen davor. Türen. Aber keep going. Du bist auf einem guten Pfad, Robin. Türen in Wänden und wie man sie öffnet. A? Aha, weil ich nicht A drücken muss, sondern schlagen muss. Das ist clever, Mats. Das ist clever. Ja, ich selber. Es ist kein Brad Pitt, aber es ist clever. Ich hoffe, es wird kein Brad Pitt. Brad Pitt hat für mich jetzt gerade so ist eher so eine Bezeichnung für einen Witz, der. Ihr könnt mir nicht erzählen, weil ich weiß, es ist lustig, über Robins Witze lustig zu machen, aber das lässt mir von euch nicht fadig machen. Das ist ein guter Witz. Es ist, der, ich sag mal, vielleicht dem Aufbau nicht ganz gerecht. Ja, das ist doch der Witz, dass man stundenlang was macht und dann sagt, guck mal, es ist eine Brad Pitt. Das macht es doch super lustig. Dann kann ich backstabben, das ist ja gut. Brad Pitt gar nicht der Witz, sondern dass es genau nicht lustig ist und der Aufbau ist dann der Witz. Genau, das ist Teil davon. Oh, der hat aber auch Damage gemacht, Robin. Aber Brad Pitt ist auch ein bisschen lustig, zusätzlich noch.
Ein bisschen lustig würde ich auch sagen, ja. Ja, 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 genau. Ganz dadurch, bisschen, ja. Weißt du, das ist der Witz. Wenn man das einfach so sagen würde, würde so. Aber dadurch, dass ich das eine halbe Stunde vorbereitet habe, wird das in neue Höhen getragen. Ihr könnt dann Workshop. Ich bin da bei TED Berlin. Nächstes Jahr wurde ich eingeladen. Warum werden das immer mehr? Ah, weil die Viecher, die ich besiege, sind die versteinerten Wesen. Wenn ich ein Viech besiege, erscheint hier ein versteinertes Wesen. Nee, ist nee, das so? Nee, ich glaube, es war in Dark Souls 2 auch schon so, dass das. Obwohl. Nee, gab es nicht die Mechanik, dass Spieler, die gestorben sind, an diesem Versteinern, dass die dann in anderen Welten auftauchen? Als aber versteinerte so Figuren? Perfekt, so einer und dann bin ich weg und dann war es noch einer. Das sind Spieler, die versteinert wurden, meint auch Cisco gerade. Crazy. Brad Pitt gegen Avril Lavigne fand ich ganz lustig. Ja, Avril Lavigne war Wahnsinn. Avril Lavigne ist Wahnsinn. Der Hammer. Stimmt, ich hab's zu, aber ich verstehe nicht, warum Avril Lavigne anerkannt wird von der Gesellschaft. Ah, warum der denn her? Und Brad Pitt wird so niedergebracht. Da kommen auch die versteinerten Spieler her. Der Humorvereinigung. Das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Ja, das ist genau das Problem. Aber das ist ja auch in Ordnung, ich meine. Oh, great, cool. Alda schreibt gerade, ich habe gerade vor dem Stream euren Dishonored 2 Stream geschaut. Da macht Robin einen Brad Pitt Witz. Wir hatten einen Dishonored 2 Stream? Das war auch meine Überlegung gerade. Wir hatten einen Dishonored 2 Stream, what? Vor allem war es derselbe Brad Pitt Witz. Also, ich hoffe. Es ist halt ein guter Witz, ne? Ja, den kann man noch mehrfach machen. Jetzt. Wann war Avril Lavigne? Avril Lavigne war in Resident Evil 6 Miss Cleo. Ja, das war sehr gut. Das klingt so, als würde irgendeine Viva-Moderatorin die Avril Lavigne auch ankündigen, so. Avril Lavigne. Mit ihrem Song Rollstuhlfahrer. Oh, hier sieht's ganz gemütlich aus. Lebt der Ogre noch? Oben? Ja. Ich entschied mich, vor ihm wegzurennen. Oh, gut, dass er hier nicht rein kann. Nee, da wollen wir nicht rein. Resident Evil 6 spielen wir das eigentlich erst in 3 Jahren weiter, oder? Ist noch nicht das wohl nicht. Ich weiß nicht, was ihr nächsten Freitag macht. Wenn man halt, ja, das kann man nicht an einem Stream, das muss man, glaube ich, schon in so einem. Au! Auch Resi 6 im Stream stelle ich mir auch lustig vor. Ja, weiß ich nicht. Ist es so? So random? Ja, aber ich möchte euch schon eigentlich. So random, was machen wir denn gerade, Robin? Nein, aber ja. Aber Resident Evil 6 zerrt, finde ich, sehr davon, dass du die Dummheit der Geschichte wertschätzen kannst, indem du sie erlebt hast vorher. So, deswegen für die Leute, die es schon vorher gesehen, The Dark Souls 2 ist einfach so, kannst du gucken, ist immer lustig. Aber ich glaube, Resident Evil 6 muss man so ein bisschen den Kontext kennen, in Zug unseres Tempel-3-Let's Plays. Weiß ich nicht, meine Vermutung. Also ich bin ja der Meinung, es würden ja 90% der Leute den Kontext kennen, weil ihr guckt ja natürlich alle brav unsere Time-to-3-Videos. Ne? Aber ja, selbst da ist ja Resident Evil 6 jetzt, ne? Und selbst die es gesehen haben, für die ist es ja jetzt schon so lange her, dass auch der Kontext ungefähr so vorhanden ist wie für mich. Ja, das könnte sein. Ja, das kann man aber schnell zusammenfassen. Genau. Aber wir können auch gerne, also Robin, ich bin auch dafür, Dark Souls 2 einfach nächsten Freitag weiterzuspielen. Nee, das ist so, das können wir gerne mal so machen. Ich würde meinen Freitagsstream jetzt nicht für Dark Souls 2 opfern wollen, ehrlich gesagt. Ich habe schon mein Glück an Dark Souls 2. Wir können auch gerne meinen Mittwochstream dafür opfern. Ja, ich will aber nicht mehr gerne auch mein erstgeborenes Ding. Ich kann das wirklich machen. Tom, also ich erzähle euch jetzt etwas aus dem privaten Leben von Lucy und mir. Oh. Wir haben letzte Woche Mittwoch gestreamt. Ja, ich erzähle das jetzt, Lucy. Wir haben letzten Mittwoch um 10.30 Uhr Binding of Isaac gestreamt für euch. Wir waren den kompletten Tag fertig. Recht, also wirklich komplett fertig mit der Welt. Wir haben einen Mittagsschlaf gemacht, weil wir nicht mehr konnten. Der ganze Tag war kaputt, weil wir um 10.30 Uhr da für irgendwas da sein mussten. Das kann ich so schnell nicht wiederholen. Es ist vor allem 10.30 Uhr und nicht um 6 oder so. Man könnte sogar sagen, es ist 10:30. Ja. Und 10:30 ist einfach kurz vor 12 gefühlt. Wir waren fertig mit der Welt. Guter Kampf. Das hat gut geklappt. Der schönste Raum im Spiel, ja, höchstwahrscheinlich. Ich fand den auch gerade cool, wenn ich mir vorstelle, das ist so Menschenhaut und so, geil. Ich mag tatsächlich diesen Aufbau sehr gern, dass du durch Aldeas Keep gehst, du siehst die ganzen Kreaturen und das, die größte Kreatur kommt zum Schluss. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein stinknormaler Drache ist, aber trotzdem cool. Nicht der spannendste Drache, den es in Dark Souls hier gab. Nee. Was wär besser gewesen? So eine Kombination aus allen Monstern, so das fertige Monster. Ja, aber sowas wird sehr schnell sehr lame in Videospielen, diese Kombi-Kreaturen. Naja, wenn hier jetzt so richtig schlechten, zusammengenähter Troll, was hatten wir noch? Drachen. Ein Trolldrache. Ein Trolldrache. Ja, also eine Mischung aus diesem, so ein Viech hier nur mit Flügeln.
Ja, so, mit so Kleinflügelchen, die ja, so eigentlich genau. Wie eine Hummel. Ja, eine Trollhummel. Eine Trollhummel. Das ist eine Hummel ist. Guck dich hier ja, mal übrigens um. Guck dich hier mal bitte um ein bisschen. Die Gegner kommen ja nicht. Aber das ist so einer dieser Momente gewesen, wo ich in Dark Souls 2 wirklich innehalten musste, weil ich das wirklich cool finde. Das sieht cool aus. Ja. Weiß nicht ganz, was das ist, aber es sieht cool aus. Stalaktiten. Ne, Mieten. Stalaktit. Es wächst von unten. Guck mal nach unten von der Brücke aus. Ja, okay, das ist. Ja, da nein, da gucken wir nicht so genau hin. Night LCD, was soll das? Da guck doch keiner. Ich wollte das Spiel loben. Vor allem, und hier sieht es, glaube ich, jetzt mies aus. Stalagnite. Weißt du, das sieht halt nicht gut aus hier. Das sieht so. Das sieht doch wirklich aus, als ob hier. Von unten nach oben, Entschuldigung, ja. Als ob hier Texturen nicht funktionieren würden, ein bisschen. Ach so, ja. Also auf technischer Ebene lässt es natürlich zu wünschen übrig, aber an sich finde ich es cool. Und hier funktioniert auch das Licht mal halbwegs. So. Und er macht auch noch Licht mit seinem Feuer. Also ich mag die Lichtstimmung hier. Ich finde es auch irgendwie ganz witzig, dass du bei Sonnenuntergang so einen Kampf. Hallo. Hey. Tschüss. Oh, komm mal runter. Nee, du, nicht das Feuer. Ja, das ist ein bisschen, also mit dem Feuer, das finde ich. Das sieht so wirklich so sehr gut aus. Aber das 360-Spiel ist fein. Das soll man Naughty Dog remaken. Was war denn das schönste 360-Spiel? Oh. Das schönste? Also Gears of War 3 nee. Ist da oben mit dabei. Ugh. Doch, was? Wie sagt man nicht nee? Der hat vorher auch irr gesagt. Der hat nur nie gesagt. Ich finde die Gears of War Ästhetik furchtbar. So wie Tom nee gesagt hat, lag das sehr in der Stimme mit drin, ja? Nee, hat Gears of War 5 The Phantom Pain? Oh ja. War der The Phantom Pain auf der 360? Was? Mhm. Metal Gear Solid, The Phantom Pain auf der 360? Ja, das war ein Cross-Gen-Titel. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, das ist ein unglaubliches Spiel. Das sah A so aus, wie es aussah und lief in 60 Frames. Und dann war es aber... Das lief doch nicht in 60 Frames auf der 360, oder? Auf der 360 nein, auf der One und PS4 meine ich. Aber auf der Last Gen schien es natürlich nicht. Das muss ich direkt mal checken, weil ich es so unglaublich finde. Ich auch, bin ganz irritiert. Ja, tatsächlich. Holy shit, kann man sich für 25 Euro holen. Das ist ja absurd, ey. Wieder was gelernt heute. Mats, spielen wir nochmal Metal Gear Solid 5? Neuer Run auf der 360. Haben wir das durchgespielt eigentlich? Nee, nicht mehr ansatzweise. Mats. Haben wir das durchgespielt? Ich hab's dann privat durchgespielt, ne? Ich hab's auch privat nochmal durchgespielt danach für das Video. Ich hab's auch, glaube ich, danach immer wieder gerne gespielt, weil das Gameplay so unfassbar gut war. Das ist eines der besten Spiele, das je gemacht wurde. Stimmt, gab's nicht auch, Robin, gab's nicht auch von Rise of the Tomb Raider diese sehr erstaunlich gut aussehende 360-Version? Es gibt, glaube ich, von Nixon da eine 360-Version, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und ich bin auch der Meinung, die war sehr ordentlich. Ja, Nixon hat's eigentlich immer drauf. Mass Effect 3, uff. Oh, nee, nicht auf der 360. Nee. Titanfall? Das gibt's ja nur auf der, was meinst du mit nicht auf der 360? Hat ja keine Next-Gen-Variante gehabt. Na, PC halt. Nee. I guess. Naja, gut, das war einfach allgemein jetzt nicht so ein mega hübsches Spiel. Also, es war schon ein mega hübsches Spiel, aber jetzt nicht top of the class, finde ich. Nee, zu seiner Zeit nicht mehr wahrscheinlich, aber schon noch hübsch. So, Joel Stone, hey, danke fürs Abo. Beeinflussen mich die Animationen zu sehr. Sah Halo 3 nicht auch irgendwie ganz gut aus? Ja, okay, aber nicht mehr. Halo Reach sah toll aus. Halo Reach sah ziemlich gut aus, ja. Rennspiele bestimmt. GTA 5 ist gut. Ja, das stimmt, ja, GTA. Ich habe GTA 5 auf einer PS3 durchgespielt. Das finde ich immer noch verrückt. Weil das heute das aktuelle... Dass du jetzt auf deiner PlayStation 5 theoretisch noch mal durchspielen könntest? Das ist halt das aktuelle GTA immer noch. Das finde ich absurd. Oh no. Devil May Cry? Stimmt, Destiny gab's auch auf der... DMC ist wirklich, auch... Oh ja, Destiny ist auch ein gutes... Boy. Es ist wirklich verrückt, was es alles noch gab auf diesen... Ich bin auch gerade total irritiert. Nein, Destiny gab's nur auf der... gab's doch nur auf der 360 zuerst. Destiny 1... Nee, die sind gelauncht, nee, da gab's schon... Nee, ich bin mir sehr sicher, dass ich Destiny auf der 360 gespielt habe. Oh, Bioshock Infinite, ja, doch. What? Stimmt. Das war toll. Destiny ist doch gelauncht, als es schon PS4 gab. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, Robin, das war doch sehr super. Genau, herzlichen Glückwunsch, Robin, super. Dankeschön. Destiny habe ich auf jeden Fall auf... Destiny erschien 2013, Tom. Das war vor dem Launch, das habe ich 2013... Nee, 14, das war für früh 14. September 2014, ja, war kurz davor. Das erschien für 360 und PS3. Nee, erschien die... Hä, warte mal.
Ich hab ja Videos und Reviews bei Giga Destiny für erschien Destiny 2014, Robin. Da gab's doch die PS3 schon, weil die doch Ende 13 also rauskam. Also PS4 meinst du? Ach so. PS4, ja. Genau, die kam Ende 13 raus. War das Cross? Also ist auf beiden Seiten? Dann war das so ein Cross-Gen-Titel, ja. Da hab ich das aber wir haben wirklich die quasi damals Current-Gen-Version gespielt. Okay. Aber es gab es. Ja. Ui. Na, guck, wie im Harz. Wie? Freunde, dritter Boss. Ja, läuft richtig. Ich bin erstaunt, wie viel Progress wir heute machen. Ich hätte es auch nie erwarten können. Und erneut, das ist so Dark Souls 2, dass man überall mit einem Fahrstuhl hinkommt, selbst in den Himmel. Warum guckst du jetzt die Richtung an? Achso, Entschuldigung, ich habe ins Chat geguckt. Guck doch mal, wie schön. Oh. Tja. Wieder mal in einen eckigen Raum. Es kommt gleich was Tolles dafür. Wenn ich Dark Souls 2 richtig kenne, kommen wir jetzt unter Wasser an. Du wirst gleich belohnt. Ja, das wäre sehr lustig, Robin. nee, das ist gleich der Shot. Erneut verliert ein bisschen dadurch, dass man den Trailer-Shot kennt, aber trotzdem ist dann immer noch ein guter Shot. Ja. Ich kenne nichts mehr. Red Dead Redemption. Aber erstmal kommt, glaube ich, wieder einer eurer Lieblingsräume. Ja, Red Dead Redemption in 4K auf der Xbox One zu spielen, ist immer noch sehr, sehr, das sehr beeindruckend. Das ist so toll, dass das geht. Ey, dieses, okay. Tschüss. Kann jemand überprüfen, ob dieses Tore gehen auf und lassen mich raus Geräusch, das Geräusch ist, das in Battle.net gemacht wird, wenn man sich in Warcraft 3 einloggen wollte und das Ding runterkam und wieder hochgegangen. Wow, jetzt wo du das sagst, kommt mir das auch voll bekannt vor, das ist ja verrückt. Also nicht das Geräusch jetzt, sondern das gerade, als die Augen. Ja, nur zugehen. Bei dem Aufgehen. Ovos, danke fürs Ovos. Abo. Ja. Das ist ja verrückt, Robin. Das fände ich sehr lustig. Shadow of Mordor war das. Das war ja auch, PlayStation. Oh, Shadow of Mordor ist ein Witz, weil das erschien, war ein PS4 und Xbox One-Titel und da gibt es eine PS3-Version, die quasi nicht funktioniert. Die haben wir auch mal bei Tempel 3 gespielt. Genau. Jedes Mal, wenn du auf die Map gehst, musst du ja 20 Sekunden laden und wenn du wieder zurückgehst von der Map auch. Und wenn man das Spiel zu lange spielt, wird der RAM voll, geht der RAM voll und es wird unspielbar. Das hier ist so toll. Das sieht echt gut aus für. Sehr cool. Halbes leer hier, halbes leer. Ich glaube, in dem Trailer waren es halt irgendwie 120 Drachen, die man hier gesehen hat oder so. Genau, es ist so ein bisschen Cyberpunk auf PS4, Xbox One Feeling. Dark Souls 2. Shadow of Mordor auf PS3. So, das war jetzt ihre richtige Form, weil sie jetzt gesagt hat, meine Manifestation. Oh ja, aus dem Plot bin ich raus, muss ich sagen, Tom. Da habe ich jetzt auch nicht zugehört, muss ich gestehen. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber die Lore von Dark Souls 2 habe ich tatsächlich noch als gut in Erinnerung. Ich möchte sagen, ich glaube, meine finale Antwort ist tatsächlich Metal Gear Solid 5, wenn ich über bestaussehendstes Spiel auf den Konsolen rede. Ich bin echt bei Bioshock, also weil das... Ich finde Bioshock nicht so schön, ehrlich gesagt. Auch nicht mehr, also und die Umgebungsgrafik. Also ich finde den Stil okay, aber nicht so... Mhm. Aber ist natürlich, wenn man den Stil mag, dann kann ich das voll sehen, was du meinst. Also den Art-Deko-Stil in den Umgebungen und so finde ich super, aber Charaktere und so sind ein bisschen meh. Ich habe damals Bioshock Infinite in einer Session durchgespielt. Oh, Infinite, echt? Ja. Holy shit. Aber das so ein bisschen länger ist das doch. Ja. Ich erinnere mich an die Diskussion damals, als wir zwischen Last of Us und Bioshock. Also heutzutage wird ja Bioshock Infinite sehr angefeindet und ich finde auch teilweise zu Recht, weil rückblickend ist diese ganze Nummer... Die Rebellen, die für die Freiheit kämpfen, gegen die Sklaverei, sind auch brutal. Both sides, Freunde. Diese Botschaft ist sehr kritisierenswürdig aus heutiger Sicht, dass quasi diese Rebellen als genauso schlimm dargestellt werden wie die Unterdrücker. Dass das so ins Lächerliche gezogen wird aus heutiger Sicht, da bin ich nicht ganz dabei. Es hat viele, viele Probleme, die erst mit der Zeit so ein bisschen klar wurden. Aber ich finde es immer noch sehr gut. Ja, es wird halt heute gerne stellvertretend genommen für... für dieses Problem, diesen Kontrast zwischen Gameplay und Story. Ja, es ist halt Nonsens, dass das ein Shooter ist. Ja, genau. Es ist ein Shooter, weil sie Shooter verkaufen. Genau. Ne, dieser erste Moment, wo du dem Typen den Kopf abhackst mit diesem Gerät, genau. Das bricht komplett mit der Grundstimmung. Aber damals fand ich das absurd, das hat mich voll mitgenommen.
das Spiel. Ja, mich auch. Dieser Endtwist und diese ganze letzte zwei Stunden oder so, das habe ich vergöttert. Und ich habe es halt wirklich seitdem nicht mehr gespielt. Ja, ich muss das unbedingt mal machen. Ich auch nicht. Ich habe es irgendwie mal vor Jahren nochmal irgendwie versucht auf der 360 und dann irgendwann ging die 360 nicht mehr an und dann war das. Die gibt es ja auch als Ports mittlerweile auf One und PS4. Ich wollte nochmal zwecks hübschestes Xbox 360-Spiel die Aarons Antwort wertschätzen mit Viva Piñata. Definitive Antwort. Wirklich? Ja. Ja, ich stimme zu. Ich revidiere, Metal Gear Solid 5 ist trash, Viva Piñata ist besser. Ja, auch gameplay-technisch einfach auch durchdachter. Viva Piñata ist super. Hey, ja, ich kann doch gar nichts. Viva Piñata ist Blender hier. Ich hab den Sarkasmus seiner Stimme genau gehört. Ja, kein Sarkasmus, das war doch eine reine Feststellung. Bye, I guess. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier durchkam, Robin. Ich auch nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass in Scholar hier einen Phantom kam. Das eine gejagt hat. Oh, ich habe keine Flasks mehr. Ja. Ich habe keine Flasks mehr. Weil du dich nicht ans Feuer gesetzt hast, oder? Oh, das ist natürlich richtig dumm. Ja. Haben wir uns dann kein Feuer gesetzt? Nee, er hat es aktiviert, aber ich dachte kurz, ob ich ihm das sage, aber er wird schon einen Plan haben. Oh, das ist ja lieb von dir, Mats. Bitteschön. Ich vertraue dir halt einfach, Bärchen. Warum legen Drachen eigentlich Eier? Wie, warum? Das sind, weil das sind Eidechsen mit Flügeln. Und Eidechsen legen Eier bestimmt. Weil wer Eidechsen heißt. Aber sicher bist du dir auch nicht. Eidechsen! Pass auf, oh no. Die sind so scheiße. Ah, ja. I remember. Ich dachte, ich wäre zurückgelaufen. Du bist halt Progress gemacht, aber du kannst auch hier weitergehen. Weil jetzt musst du ja am Drachen nochmal vorbei. Ja, ich muss halt zum Feuer, sonst ist das ja Homeward-Bone doch. Obwohl, nee, wir wollen jetzt. Ich hab mich nicht dran gesetzt! Ja, ist mir in dem Moment auch aufgefallen. War das in Dark Souls 2 denn noch so, dass man sich dran setzen musste? Ja, offensichtlich. Ich habe ja keine Flasks bekommen. Naja, nee, ich meine, um das Feuer zu aktivieren als letzten Checkpoint. Irgendwann geändert. Wo war denn? Ich habe gar keine Ahnung, von wo ich gekommen bin. Nee, okay. Aber ich mag das Chaos gerade. Bin ich von hier gekommen? Nee, ist eine Eidechse. Die dich zu Eiern führt. Oh, das werden die Drachen nicht mögen. Oh mein Gott! Drüber gehauen. Hallo! Holy shit. Ey Leute, kann mir jemand sagen, wo ich gekommen bin? Der Checkpoint wird trotzdem gesetzt, du kannst Homeward bauen. Du kannst Homeward bauen. Ich kann Homeward bauen? Okay, ich glaube, ich habe den Weg jetzt auch gefunden. Ich glaube, du stirbst, wenn du jetzt runterspringst. Chat sagt aber, dass sie aktiviert sind. Da schneiden wir alles raus. Ja, ist alles. Livestream. Ja. Das, oha. Ist ja wie im Krieg hier, ey. Ich habe gerade überlegt, warum wartest du? Oh, ich habe eine Aged Feather, die ein Infinite Homeward Bonus anscheinend. Stimmt. Wir haben ja gerade bekommen. Schön, ist das vergessen. So? Ja, ist das nicht das, was wir die von ihr bekommen haben? Ja. Ach so. Ach, das schön. Ist mir natürlich aufgefallen. Danke, Chat. Ich level mal kurz. Danke, Chat, übrigens heute für all die Hilfe. Wollen wir zum Ende kommen, würde ich vielleicht vorschlagen. Na, ich frage mich, ob wir noch zu dem großen Drachen, ob wir es noch zu dem großen Drachen schaffen. Weil der wäre ein cooles Ende. Glaubst du denn, was für ein Zeitaufwand das noch ist? Eigentlich kein so großer. Weil dieses Gebiet hier ist doch voll klein, oder, Chat? Es gibt halt hinten noch so ein paar Soldaten, die ich als ein bisschen nervig in Erinnerung habe. Und Life-Gems kaufen, was Muffin sagt, ist sehr richtig. Ja, weil ich würde, wo kaufe ich hier denn? Bei dem Händler da hinten? Nee, links. Die Frau hier. Ah. Weil, ja, 20 Minuten ist schon eine Menge, weil wenn man das schippt, vielleicht sind es dann gerne mal 30, 40 Minuten. Na, wir können ja einfach sagen, bis zum nächsten Tod, Robin. Du gibst es einfach noch einen ehrlichen Try und falls es nicht klappt, dann machen wir halt beim nächsten Mal. Aber das kann dann auch wieder eine halbe Stunde. Ich wollte eigentlich nicht so super lang noch machen, ehrlich gesagt. So. Aber okay. Nee, ich will dich auch zu nichts zwingen. Um Gottes Willen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich wirkt das noch nicht wie 2 Stunden. Ich bin gerade irritiert. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es verfliegt. Es macht Spaß mit euch. Absolut. Auch mit euch, Chat. Dankeschön. Robin ist nicht mehr so belastbar. Er wird auch nicht jünger. Ja, Robin ist ja auch derjenige, der spielt. Also ich würde eigentlich auch gerne mit euch weiterspielen, aber ich arbeite an einem Video gerade, wo ich gerne dran machen würde heute. Was jetzt fast fertig ist und wisst ihr, dann will man so, ne? Kennt das. Ich fange auch bald an. So ging es mir die letzten Tage. An einem Silent Hill Video. Ich muss jetzt doch den ersten Teil durchspielen, erst noch, weil das geht alles sonst gar nicht. Und dann den dritten. Um deine Meinung zum Ende von Silent Hill 2 zu... Nee, ja, auch, aber um das richtig einordnen zu können, ist es leider wirklich so.
Weiß ich nicht, also ich habe Silent Hill 1 nie gespielt und ich habe immer das Gefühl, dass der gut einen auch so ausdrückt. Weil es ist ja komplett separat. Egal, ich verstehe, was du meinst. Nee, so Elemente in die Reihe kannst du es ja, schwierig, wenn du es nicht gespielt hast. Was denn? Einordnen in die Reihe kannst du es ja aber auch schwierig, wenn du es nicht gespielt hast. Das ist ja richtig. Ich hätte kurz eine Frage. Ja. Könnt ihr mir sagen, lieber Chat, ob Endurance auch bei 40 das Softcap hat? Also lohnt sich das noch auf 40 zu machen oder sind wir schon beim Softcap gewesen? Ich glaube schon. Weil dann würde ich eher irgendwie auf Vitality gehen. Ich glaube, 40 ist noch sinnvoll und alles andere. Ich würde mal kurz warten, weil wenn die sagen, nee, ihr habt den Softcap schon erreicht, dann würde ich eher auf. Es ist halt generell so viel, also vielleicht bringen uns andere Sachen momentan schon mehr. Oder hast du das Gefühl, du hättest noch gern mehr Ausdauer? Aber wir sind generell einfach so gut schon geskillt. Ja, wir sind gut dabei, ne? Okay, es wird gerade gegoogelt. Ich sehe das an. Wirklich auf 30 noch lohnt, glaube ich, eher. Noch geht die Stamina hoch. Ja. Noch geht die Stamina hoch? Ja, aber ich habe schon echt viel Stamina. Ich mach mal Vigor erstmal, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Softcap war 20? What? 20? Also ist es nicht so gewesen, dass du bis 20 eine bestimmte Zahl von Energie bekommst, dann 20 bis 40 weniger genau, und, heißt, dann ab 40, genau. Und dann ab 40 nochmal weniger? Also das ist quasi das erste Softcap, also dann gibt es noch ein zweites Softcap, oder was? Okay. Diminishing Returns, genau. Ja. Lucky Tricks mit Auto-Aim spiele ich. Ohne ist schwierig. Ich bin nicht mehr sehr gut. Tom und ich reden da auch ab und zu drüber. Wir haben auch Silent Hill 1 nie richtig gespielt. Nee, ich neulich zum ersten Mal als Demo in meinem Stream. Ist ein großes Ding, das ich verpasst habe. Werde ich bestimmt irgendwann mal irgendwie im Emulator oder sowas nachholen. Weil ich mag den Grafikstil doch immer noch ganz gern eigentlich. Das ist jetzt ein PS1-Spiel, was ich noch angucken kann. Aber das, gerade wenn es skaliert, ist das sehr, sehr, also sehr gewöhnungsbedürftig, weil man muss es ja nicht skalieren. Wenn man will, kann man es ja auch unskalieren. Genau, ich mochte diese original PS1-Optik eigentlich sehr gern. Und du kannst es dir halt für irgendwie $6 oder so im Store noch kaufen momentan. Ja. Ja, ich kaufe mir aber keine Sachen von Sony, weil ich, ehrlich gesagt, also ich persönlich bin da voll so, ich kaufe da, auf diesem Store kaufe ich nichts mehr, weil ich dieses komplette Vertrauen verloren habe, dass man das in 4 Jahren noch runterladen kann. Ist wahrscheinlich auch nicht komplett irgendwie verkehrt, weil das so richtig habe ich das Vertrauen auch nicht, aber. Ja. Ich weiß ja, aber ich bin voll auf der Nummer, ich lade mir die und spiele im Emulator. So. Wenn Sony das nicht möchte von mir, dass ich die kaufe und Zugriff drauf habe, dann halt nicht. Weil kann man die denn, wenn man die im Store kauft, kann man die auf der PS4 digital spielen nicht, oder? Nee, auf der PS4 nicht, ne. PS3, PS3, PSP und PS Vita, da kannst du. Ich hab gar keine PS3 hier tatsächlich. Wo muss ich lang? Okay, Mann, du läufst jetzt immer hin und her. So, auf der Vita. Ich stehe hier und gucke in die Richtung. Sag mir kurz, wo ich lang muss. Auf der Vita könntest du es halt spielen. Ja, auf der Vita kannst du das mit den Tasten, das macht keinen Spaß, da habe ich es probiert. So. Das ist gerade mit den Schultertasten so, würde ich nicht empfehlen. Geradeaus meinen die Leute. Ja, ich habe damals Soul Reaver 1 auf der PS Vita gespielt und es war absolutes Desaster. Am Bonfire vorbei. So, dann hier runter, genau, ich weiß es wieder. Entschuldigung. Alles gut, Robin. Okay, Richtung Schloss jetzt. Ich mag tatsächlich, dass sie hier keine Musik abspielen, dass du wirklich nur die Geräusche vom Wind und von den fliegenden Drachen hörst. Ist das nicht sehr Dark Souls? Ist das nicht sehr Dark Souls? Dass generell wenig Musik. Ja, das stimmt natürlich, aber es wirkt irgendwie wie so ein Ort, wo epische Musik spielen sollte. Ja, ja, das stimmt, völlig recht. War der Typ war doch der war gerade auch hier, hatte nur Angriff, bevor er explodieren konnte. Genau. Eigentlich wäre es ja ein Dark Souls-Move gewesen, wenn man auf jeder dieser Art von Brücken sich selbst die Seile durchschneiden würde, wenn man so schlägt. Das habe ich gerade befürchtet. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass hier irgendwie mehr Stuff war in Scholar noch. Also irgendwas war hier, was das in Scholar super nervig gemacht hat. Vorhin meinte jemand, man konnte das ganze Gebiet überspringen in Scholar. Oh, Vorsicht, Robin! Bitte? Vorhin meinte jemand, man konnte das ganze Gebiet überspringen in Scholar. Ah, okay. Das wirkt aber so in Scholar wirkt halt extra relevant wegen, ne? Da oben ist Sackgasse, ne? So, muss ich runter? Ja. Es ging ja hinter dem Drachen weiter, also. Da, genau. Ja. Ach, da hoch, okay. Nee. Also nicht runter. Da über die Brücke. Okay. Alter, wie sieht bei mir gerade alles? Über die Brücke! Nicht hier hoch. Ja. Okay. Easy. Ja, fürs 3. Ja, die Eidechsen, die ignorieren wir jetzt mal. Ja, wir craften ja eh nicht, also. Oh. Oh wow, dass das noch geklappt hat. Die Attacke, über die du dich sonst immer beschwerst, dass sie nichts trifft, hat jetzt mal geholfen. Wirklich. Sehr schön.
Ich glaube, ich muss mal wieder Bloodborne durchspielen. Ich liebe Bloodborne zu sehr. Und wird mal wieder Zeit, ne? Ab und zu merkt man einfach, dass man mal... Ich mach ja Sony ein Remake davon nächstes Jahr. Ich weiß ja anscheinend nicht bei modernen. Das ist, finde ich, eine der verrücktesten Sachen, dass sie von Bloodborne nicht mal einen Patch gemacht haben. Tom, das ist, weißt du, wie alt das ist? Bald kommt Elden Ring. Jim Ryan versteht nicht, warum man noch Bloodborne spielen sollte. Warum sollte man das noch spielen? Guck doch mal die ganzen Pixel an. Das ist kompletter Trash. Siehst du, wie scheiße das läuft? Warum sollte man das noch spielen wollen? Was denn? Siehst du nicht, wie scheiße das läuft? Warum sollte man das noch spielen wollen? Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung mehr, ob du hier richtig bist. Jim Ryan ist ein richtiges Opfer, ne? Das muss man wirklich mal ganz klar sagen. Wow. Jim Ryan ist wirklich einfach Don Metric 2.0. Nicht meine Wortwahl, aber ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich richtig scheiße. Ich befürchte gerade richtig, dass das Sony so diesen Weg gerade nimmt. Ja, den momentan, Microsoft genommen hat. Momentan wirkt es halt, oder den Sony schon mal genommen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, dass es eine Erfindung von Microsoft wäre. Ist das Arroganz der Gebiet, gegenüber. Wo ich herkomme? Nee, nicht wo du herkommst. Also wir sind schon noch woanders. Links. Also soll ich hier Muffin? Runter? Muffin meint links. Oh, dann guck mal hier. Muffin weiß ja wirklich richtig, ich hatte ja richtig, weiß ja richtig Bescheid. Er hat sich vorbereitet. Schön, der weiß sogar, wo die Plattformen sind, die einzelnen. Aber wie, also... Perfekt! Hab ich ihn nämlich erschreckt. Ja, da hat er sich nur die Brücke, oder? Ich glaube hier. Dann hier geht's durch, okay. Das habe ich nicht mal gesehen. Ja, das war, aber ich muss sagen, das war die Schuld der Drachen, dass er die Eier in den Weg gelegt hat. Das stimmt. Dumm. Da muss man mit rechnen, ne? Langzeitgedächtnis, was ist das? Ist mir nicht bekannt. Hier war ich, also ich habe wirklich Minusorientierung hier. Nee, das sieht aber auch alles sehr gleich aus. Ich glaube, es ist exakt die gleiche Kurve die ganze Zeit. Der gleiche Kreis. Hätten die Drachen sich mal mehr Mühe geben können bei der Einrichtung. Ja, wirklich. Aber waren wir nicht gerade schon hier? So mäßig du willst auch da hoch? Nee, willst du da rüber? Ich will halt dahin. Ich habe das Gefühl, wir gehen gerade wieder zurück. Ich nicht, ich glaube, ich bin halt richtig. Okay. Geh ich zurück? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind hier. Nein, ich glaube auch, du bist richtig. Oh nee, hier ist eine Leiche. Nee, doch nicht. Ja, das war nur. Geh ich doch zurück? Emster schreibt Robin in Caps Lock. Du rennst zurück. Robin, alles das klar. Ist ja richtig. Okay. Ja, jetzt, wo ich so sehe, dachte ich auch gerade, oh, da war doch wieder. Das ist doch voll nicht klar bei diesem. Oder? Das ist doch. Ach. Ich meine, hier sieht es sieht schon ähnlich aus. Nee, Sekiro war was ganz anderes. Okay. Ja, wirklich. Bei Sekiro bin ich immer vorwärtsweise noch immer neuen Progress gemacht. Das war ja das Problem. Stürmen. Bei Sekiro habe ich zu viele Wege gefunden, nach vorne laufen zu können. Oh, das hier so, sieht doch schön aus. Jetzt doch da nach rechts. Guck mal, nee, geh rechts. Geht's da nicht durch? Nee, da ist kein Weg. Da habe ich gerade schon geguckt. Ach so, okay. Hier ist, shit. Oh, es neigt aber. Ja, das meinte ich nämlich. Ja. Gelohnt. So. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt aber nicht, aber... Jetzt nicht durch die Eier. Also hier war ich da gerade auch schon lang gelaufen. Nee. Oh, wow. Ja, richtig. Ja. Das war ein guter Treffer, den ich jetzt nicht sind wir einfach wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Nee, das ist neu. Nee. Das ist nicht. Guck mal. Hier. Nee, oh, komm, oh, Mann. Oh, fuck. Cool. Okay. I hate this. Aber du hast es probiert. Ja, also ich wäre ja offen dafür, tatsächlich, das bei Time to Rain nochmal durchzuspielen, aber... Ja. Oder weiter zu spielen, aber ist zeitlich alles schwierig und ich will auch ich will 6 Games mit euch weiterspielen und es gibt ganz viele andere Spiele, deswegen also, ich glaube, wir müssten das erstmal als kleine, also behaltet erstmal im Kopf als einmalige coole Sache mit der Hoffnung, das nochmal zu machen. Ja, das ist sowieso die richtige Herangehensweise bei Time to 3, aber ich mag tatsächlich das auch im Stream, also vielleicht machen wir es da mal, vielleicht kriegen wir es auch so hin, dass wir es mal außerhalb der regulären Streams machen oder so, aber zumindest bei Time to 3 wäre ich auch sehr dafür, wenn Mats auch dafür ist, natürlich. Riesige Hände. Naja, also ich schmeiße es jetzt nur in den Raum, aber ich habe jetzt quasi eine Woche Urlaub. Ich nicht. Ja, müssen wir es ohne Robin weitermachen. Ja, also, ihr seht's ja dann. Ich glaube, dass wir das hinkriegen, aber ich hatte schon oft gesagt, dann haben wir es nie wieder bekommen. Ist alles, was ich sage. Ich bin nur vorsichtig und ich möchte nichts Falsches versprechen. Nee, ich finde die Vorsicht. Die Vorsicht ist auch angebracht. Wenn wir es jetzt innerhalb der nächsten 4 Jahre machen, innerhalb, dann sind wir schneller als das letzte Mal. Das ist Progress. Ich finde 2024 klingt gut für Dark Souls 2. Oh, ja. Da ist Corona vorbei, dann können wir das wieder. Da ist Covid vielleicht vorbei, da haben wir eine neue Pandemie, die wir feiern können. Da haben wir vielleicht wieder ein bisschen Zeit. Das ist ja eine Aussicht. Ja. Naja. Also ich bin begeistert von dem Progress, den wir gemacht haben. Ich bin begeistert von eurer Unterstützung.
Das hat super viel Spaß gemacht, Leute. Ich bin begeistert von den vielen, vielen Zuschauern im Chat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine gute Idee, die ihr da bei eurem wunderbaren Stream letzte Woche hattet. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob die ultimativ vom Stream, vom Chat kam, weil ich glaube, es war halt irgendeine Frage mit Dark Souls. Oder ja, ich hatte einfach aus dem Licht plötzlich halt, da hat mir Matze angeschaut, was war die Frage, die Matze ja, geschrieben genau. hat? Hey Robin, wie sieht's denn aus mit Dark Souls 2? Ja. Und da habe ich zuerst geschrieben, kä? Und dann ist mir sofort klar geworden, nee, die streamen gerade. Ah, so, sehr schön. Ja. Und dann habe ich halt bei euch reingeguckt und dachte mir, oh, sweet Jesus, es ist irgendwie eigentlich, 22 Uhr. Das wäre eigentlich noch lustiger gewesen, wenn wir irgendwie 4 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt hätten. Und aus dem Licht einfach plötzlich dieses, aber hey. Erneut, Matze, da haben wir jetzt die Chancen für. Weißt du, fürs nächste Mal. Dass wir uns jetzt kurz verstreiten und dann in 5 Jahren, in 4 Jahren... Dann verstreitet euch jetzt nochmal schnell. Mats? Ja? Ich hab nichts. Ich kann es nicht, Tom. Es geht nicht. Ich wollte gerade was Gemeines und was Hasserfülltes sagen, aber ich sehe ihn gerade in der Kamera und ich finde ihn so cute und so nett. Robin. Jimmy Blue Ochsenknecht hat eigentlich echt einen ganz okayen Charakter. Ja, guck mal, ich hab mittlerweile einen Zopf, ich hab einen halben Bart, ich hab Falten im Gesicht. Ich bin da, ja, vielleicht. Kommst aber eher nach Wilson Gonzalez. Ich habe auf der EGX mit Wilson Gonzalez ein Bier getrunken, mit ihm gequatscht und er war super nett zu mir. Wir sind Freunde, Wilson Gonzalez, Ochsenknecht und ich. Und da ist mir vielleicht auch sein Sohn, sein Sohn. Ist doch sein. Mit wem warst du nochmal in Dresden? Sein Sohn, Jimmy Blue, ist mir sympathisch. Stell dir mal vor, du fragst nach seinem Sohn. So, fuck, wo er weiß, wer ist. Das ist ganz, ganz fucked up Familiengeschichte, die Ochsenknechts. Tatsächlich, Jimmy Blue, der Sohn schon, oh Gott, von Wilson Gonzalez. Also an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, haltet einfach die Augen offen auf Twitter und Co. Werden wir dann sicher ankündigen, falls wir das hier fortsetzen. Ansonsten sind wir jeden Mittwoch regulär um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Und da könnt ihr uns zuschauen. Danke an alle, die hier abonniert haben. Wir würden uns freuen über Unterstützung auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt. Und ihr könnt natürlich den wunderbaren Mats besuchen auf superkreuzburg.de beziehungsweise auf dem YouTube-Channel Superkreuzburg. Jeder, der hier ist, geht bitte zu Superkreuzburg und guckt sich die 2 Highlight-Videos an. Das ist eine wahre Wonne. Das macht so viel Spaß. Auch noch ein ganz junger Robin zu sehen. Da ist ein kleiner Robin zu sehen, der Jimmy Blue hasst. ich bin wirklich sehr gealt geworden. Also, da sieht man auch, im Alter kommt die Sexiness. Muss man auch betonen. Naja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach Moment, wenn im Alter die Sexiness kommt, bin ich ja...